der Grünen Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Und die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich natürlich ganz besonders des Themas angenommen, was passiert denn eigentlich mit den Mieterinnen und Mietern der ganzen Wohnungsbestände, die unter der schwarz-gelben Landesregierungsepoche, Episode praktisch hier verkauft worden sind, an privatwirtschaftliche Investoren auf den Wohnungsmärkten, durchaus auch mit Sozialkriterien, hat es zum Erfolg geführt, hat es nicht zum Erfolg geführt, was ist daraus geworden? Und Oliver Niermann, der praktisch diese Enquete-Kommission zu den Erfahrungen mit der Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände begleitet. Freut mich sehr, dass ihr zu uns gekommen seid nach Bayern und aus den Erfahrungen berichtet. Ja, ganz herzlich begrüßen möchte ich jetzt an dieser Stelle auch noch meine Kollegin Claudia Stamm, die natürlich durch ihre Arbeit in ihrem Stimmkreis ganz genau weiß, was los ist mit den Mieterinnen und Mietern, die unter dem Verdrängungsdruck leidet, die darunter leiden, dass immer mehr Wohnungen quasi in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, privatisiert werden. Und das bedeutet natürlich insbesondere in München, dass die Wohnungen anschließend sehr, sehr, sehr viel teurer werden und die Mieterinnen und Mieter sie sich nachher nicht mehr leisten können. Wir haben als Fraktion im Bayerischen Landtag eine ganze Reihe von Anträgen gemacht, zum einen zu dem Thema Erhaltungssatzungen, zum anderen zu dem Thema GBW-Mieterinnen und Mieter. Sie dürfen nicht unserer Meinung nach leiden unter dem Finanzdesaster der Landesbank. Wir müssen das anders lösen. Sie dürfen nicht die Zeche bezahlen für die Fehler, die ganz andere gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch euch aus Nordrhein-Westfalen eingeladen, um zu berichten, was passiert, wenn große Wohnungsbestände verkauft werden. Ja, bevor ich das Wort übergebe an Daniela Schneckenburger, vielleicht von mir noch eine kurze Einführung, einen kurzen Überblick, wie steht es momentan mit der Situation der Wohnungen. Wir haben natürlich die Situation, dass wir nicht so weit sind wie in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten haben sehr, sehr viele Mieterinnen und Mieter bezahlen müssen für die Finanzkrise. Sie haben geglaubt, sich ein Eigenheim leisten zu können. Und dann kam die Finanzkrise. Sie mussten praktisch verzichten auf ihre Rechte. Sie mussten praktisch hier ihre Wohnungen der Bank geben. Die Wohnungen wurden sehr schnell zwangsgeräumt. Viele hausen seit jetzt immer noch in Zeltstätten. Und das Pressefoto des Jahres 2008 dokumentiert die Situation. Hier überprüft ein Polizeibeamter, ob die ehemaligen Hausbesitzer auch wirklich ihr Haus verlassen haben. Wahnsinn, ja. Ich komme jetzt mal zu dem Punkt, der uns derzeit viele Sorgen bereitet. Was passiert mit den 33.000 Wohnungen der GBW? Die Landesbank Bayern hält ja 92% an dem Anteil der GBW und aufgrund dessen, dass die Landesbank schlechte Geschäfte gemacht hat, Hypo Alpe Adria und so weiter, ist es eben so, dass der Freistaat Bayern mit 10 Milliarden Euro der Landesbank aushelfen musste, weshalb die EU sagt, das kann ja nicht sein, dass praktisch eine Einrichtung, der praktisch der Steuerzahler Geld geben muss, dass die dann eben hier Wohnungen hat und er befürchtet eben, die EU befürchtet eben, dass eben dadurch verdeckte Subventionen auf dem Mietmarkt entstehen und hat zur Auflage gegeben, dass hier man sich trennen muss von diesen Wohnungen. Jetzt gibt es natürlich zwei Wege, wo das grundsätzlich gehen kann. Das eine ist ein Weg, den wir präferieren und dieser Weg heißt,
das möglichst zu einem am Ertragswert orientierten Preis diese Anteile an die Kommunen übergeben. Die Kommunen haben sich in der Vergangenheit durchaus als Walter der Rechte der Mieterinnen und Mieter größtenteils, muss ich sagen, bewährt. Gab es auch Fehler, aber größtenteils bewiesen, dass sie verantwortungsvolle Politik machen können. Gemeinwirtschaftliche Wohnungsunternehmen ebenfalls. Die Alternative, wenn das nicht zustande kommt, wäre natürlich auch, dass man diese Wohnungen übergibt, letztendlich an den Freistaat. Der kann ja praktisch das dann gegenrechnen mit seinen Forderungen an die Landesbank. Die Verhandlungen sind da und ich glaube, der springende Punkt an den Verhandlungen ist letztendlich der, zu welchem Preis werden die GBW-Wohnungen übergeben an die Kommunen. Wenn es zu einem am Ertragswert orientierten Preis ist, also zu einem Preis, der sich an den derzeitigen Mieteinnahmen orientiert, dann denke ich, ist es eine gute Lösung. Wenn es ein Preis ist, der doppelt so hoch ist, dann ist es verkehrt, weil das ist ja dann auch völlig klar, dass dann praktisch schon die Weiche dafür gestellt ist, dass mindestens ein Teil der Wohnungen dann in Eigentum umgewandelt wird oder dass Mieterhöhungen drohen. Überdies haben wir ja, Claudia, in den letzten Wochen auch eine ganze Reihe von erheblichen Mieterhöhungen bei den GBW-Wohnungen beobachten müssen und beklagt. Wo sind die Wohnungen der GBW in Bayern? Das sieht man in dieser Grafik ganz gut. Also sehr viel in München, sehr viele in Nürnberg, auch hier in Aschaffenburg, Würzburg, Regensburg. Das sind so die Schwerpunkte und ich meine, sie sind natürlich sehr stark in den Ballungsregionen. Das ist nochmal das in Zahl, aber das haben Sie alles in Ihren Unterlagen. Und was natürlich auch nochmal ganz interessant ist, wie ist es überhaupt im Wohnungsmarkt in Bayern, wie schaut es da überhaupt aus? Und wir sind ja in Bayern... Ein bisschen lauter. Lauter, okay, noch lauter. Cool. Wir sind ja in Bayern, in einem Land, wo man nach wie vor eine Zunahme zumindest der Haushalte hat. Wir haben auch eine Zunahme letztendlich bei den momentan noch bei den Einwohnerzahlen und wir haben eigentlich seit Mitte der 90er Jahre eine sinkende Wohnbaufertigstellungsquote und wir haben in manchen Kommunen Glück gehabt, weil wir Konversionsflächen haben, weil die Amerikaner Rüstungsstandorte oder Militärstandorte aufgegeben haben. Aber wir haben natürlich in vielen Regionen keine ausreichende Wohnbauneutätigkeit und somit eine zunehmende Verknappung der Ressourcen und einen zunehmend engen Wohnungsmarkt, der darin gipfelt, dass natürlich die Mieten in München weitaus teurer sind als in Frankfurt, Hamburg, Berlin oder anderswo in Deutschland. Und das ist so der Wohnungsbestand in Bayern, der dann praktisch auf einem relativ hohen Niveau seit 2005 stagniert, obwohl in diesem Zeitraum die Bevölkerung nach oben gegangen ist. Ja, was macht der Freistaat Bayern bei der Wohnbauförderung? Da gibt es zum einen das Wohnungsbauprogramm. Da sieht man natürlich da hinten auch ziemlich kleine Säulen. Und was wir besonders kritisieren, ist, dass dieses Wohnbauförderprogramm, das ist das Programm zum Bauen von Heimplätzen und vor allen Dingen zum Bauen von Sozialwohnungen, natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau verharrt. Und dann auch noch beim Doppelhaushalt 2011, 12 um 20 Millionen gekürzt ist. Und da kämpft man dafür, Claudia, dass diese 20 Millionen wieder draufkommen. Ja, also die Dramatik ist trotzdem, trotz der 20 Millionen wird es so sein, wird es nicht reichen, das, was wegfällt an Sozialwohnungen, auszugleichen. Wir haben beispielsweise im Jahr 2010 5.700 Sozialwohnungen, die aus der Bindung gefallen sind und nur 1.580, die errichtet worden sind. Da sieht man das nochmal in Säulen und da sieht man natürlich die Mittel für die Wohnraumförderung, die irgendwie 1992, 93 auf einem tollen Niveau war und eigentlich seit 2003 doch auf einem relativ niedrigen Niveau dahin läuft.
Und es ist nochmal etwas Interessantes, wir sind ja nicht nur für Wohnungsbau, sondern auch für Klimaschutz und für Modernisierung im Wohnungsbereich. Und da gibt es ein Modernisierungsprogramm im Freistaat Bayern, um praktisch Wohnungen zu sanieren, kann man da preisgünstige Darlehen bekommen, Zinssatz 3% bis 600 Euro Investitionskosten pro Quadratmeter, den Rest muss man halt dann frei finanzieren. Und da sieht man, dass es da einen Abbruch gab, einen deutlichen, im Jahre 2010. Dieses Programm wird schlicht und einfach nicht mehr so nachgefragt. Was ist die Ursache? Die Standards, die vorgeschrieben werden, sind erhöht worden. Die Fördermittel und die Förderprogramme haben sich dem nicht angepasst. Da muss was passieren. Also die Förderprogramme müssen letztendlich zu den Anforderungen der energetischen Sanierung passen. Und da ist, da sieht man einfach ganz deutlich, dass das nicht der Fall ist. So auch bei euch. Ja, das sind nochmal die geförderten Eigenwohnungen. Ja, und eine andere Baustelle, um die wir uns in der nächsten Zeit verstärkt kümmern wollen, ist auch das Thema Wohngeld, was bei Weitem eben nicht ausreicht, die Teuerungen in bestimmten Ballungsregionen aufzugreifen und das auch auffälligerweise auf einem viel niedrigeren Niveau gewährt wird, als es beispielsweise noch bis zum Jahr 2003 der Fall war. Was besonders uns Bauchschmerzen macht, ist natürlich auch die Kürzung der Städtebaufördermittel. Wir wollen, dass insbesondere die Programme der Städtebauförderung wieder auf ein erträgliches Niveau bundesweit angehoben werden. Es war früher auf einem Niveau von über 600 Millionen, jetzt haben sie es erstmal abgesenkt auf 300 und noch was. Jetzt wollen sie es großartig wieder anheben auf etwas um die 410 Millionen und das ist unzureichend. Gerade in Bayern haben die kleinen Zentren in den Regionen sehr stark von den Städtebauförderprogrammen profitiert, insbesondere auch von den Programmen der sozialen Stadt. Und da, das sind jetzt gerade nochmal 10 Millionen, die jetzt hier im kommenden Jahr nach Bayern fließen werden von der Bundesseite aus, die natürlich durch die Landesseite etwas aufgestockt werden, sodass dann ein bisschen mehr wie 20 Millionen rauskommen. Aber das ist nicht viel und damit kann man keine Quartierspolitik machen, wie wir sie brauchen. Ja, das Geld gibt es anderswo, im Straßenbau zum Beispiel, das können Sie sich anschauen. Und wir fordern natürlich zum einen mehr Wohnbauförderung, wir fordern einen verantwortungsvollen Umgang mit den GBW-Wohnungen und wir fordern natürlich auch auf Bundesseite mehr Mieterschutz, wir fordern auf Landesseite die Ermöglichung der Kommunen, und da geht es nicht nur um München, sondern auch um andere Kommunen, dass sie eben diese Umwandlung von Wohnraum in Eigentum beschränken können. Wir fordern, dass die Zweckentfremdungsverordnung handhabbar bleibt und wir fordern auch eine gezieltere und umfänglichere Unterstützung von Wohnraum für Geringverdiener und junge Familien. Und wir brauchen wahrscheinlich in Bayern auch eine strukturelle Differenzierung der verschiedenen Instrumente in den Regionen, weil die Problemlagen unterschiedlich sind. Ja, das wäre es von meiner Seite als Einstieg, und damit möchte ich gerne an Daniela Schneckenburger übergeben, und wir sind schon sehr gespannt, wie es den Mieterinnen und Mietern in Nordrhein-Westfalen geht. Das ist ja so, dass Nordrhein-Westfalen nicht immer den Bayern voraus ist, aber manchmal, jedenfalls beim Verkauf der LEG, sind wir in diesem Fall voraus, ist unsere Landeswohnungsgesellschaft. Und das ist ja auch der Zusammenhang der Diskussion hier, warum ihr und wie heute die Frage diskutiert, was heißt das eigentlich für den Mieterschutz in Bayern. Wir sind umgekehrt in Nordrhein-Westfalen befasst mit der Frage, was heißt es eigentlich, dass sogenannte neue Finanzinvestoren auf dem Markt in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind für Nordrhein-Westfalen. Also mein Name ist Daniela Schneckenburger, ich bin wohnungspolitische Sprecherin und wirtschaftspolitische Sprecherin meiner Fraktion seit 2010 im Landtag. Wir haben das eben gerade nochmal ausgerechnet, wir haben 181 Abgeordnete, unsere Regierung, rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen, hat 90 Abgeordnete,
will sagen, da gibt es ein kleines Problem noch im System. Wir haben also eine Stimme zu wenig, chronisch zu wenig, fehlt ständig. Bislang ist die Lage aber noch so, dass die Opposition uns hilft. Die hat nämlich mehr Angst vor Neuwahlen als Angst vor der Unterstützung einer rot-grünen Regierung. Das ist die Lage in Nordrhein-Westfalen zurzeit. Die kann sich auch ändern, die können sich auch kurzfristig ändern, wenn es um die Verabschiedung des Landeshaushaltes geht. Die steht im März an. Aber im Moment hat man eher den Eindruck, weder CDU noch die Linke und schon gar nicht die FDP haben Interesse an Neuwahlen. Also lassen Sie uns weiterarbeiten. Und insofern haben wir jetzt fast eineinhalb Jahre Arbeit hinter uns, auch im Wohnungsbereich, und hatten auch die Chance, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Enquete-Kommissionen können Landtag oder auch Bundestag einrichten, um an einer Stelle mal tiefer zu bohren, tiefer zu graben in ein Thema, das auf den Nägeln brennt. Wir haben im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen vereinbart, dass wir diese Enquete-Kommission mit diesem komplizierten Titel machen, wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Gemeint ist Folgendes: Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Situation, dass die Landesentwicklungsgesellschaft, also die LEG, die Landeswohnungsgesellschaft verkauft worden ist an sogenannte Private Equity Investoren, an einen Fonds Whitehall. Das waren rund 100.000 Wohnungen, verstreut über das Land, aber auch in bestimmten Ballungszentren natürlich mehr vertreten. Und das war dann der letzte Verkauf dieser Art, der in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat, gegen den Widerstand von SPD und Grünen, die da ja noch in der Opposition waren. Aber vorher sind verkauft worden viele Wohnungen, die aus dem alten Werkswohnungsbestand kamen. Also in NRW, also die Struktur ja ein bisschen anders als in anderen Bundesländern, wir hatten wirklich große Wohnungsunternehmen, die eben aus dem Kohle-, Ruhrkohlebereich, aus dem Stahlbereich kamen und die für ihre Beschäftigten Wohnungen vorgehalten haben. Dann irgendwann gab es so eine Umorientierung in der Unternehmenspolitik, da haben die Unternehmen gesagt, was sollen wir Wohnungen vermieten, wir verkaufen die an Investoren, das ist auch so geschehen. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen rund 460.000 Wohnungen verkauft worden im Verlauf von roundabout 10 Jahren, und die Probleme, die für die Mieter und Mieterinnen entstanden sind, waren der Anlass für uns, nochmal genauer drauf zu gucken, was sich da eigentlich tut. Soll ich das machen hier? Gut, ich wollte einfach mal kurz präsentieren, was uns beschäftigt, was die Fragestellungen sind, und dann können wir am Ende ja auch nochmal auf die LEG sozusagen, auf den letzten Teil des Verkaufs eingehen. Und ich denke, da wird sich manches widerspiegeln, was in Bayern und vielleicht insbesondere auch München, also im Wohnungsmarkt mit einem hohen Mietdruck und mit einem hohen Marktdruck, sich dann auch nochmal widerspiegelt. So, das war die Ausgangslage. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eben, das wird in Bayern vermutlich nicht ganz anders sein, wir haben stärker schrumpfende Landesteile als Bayern vermutlich, weil unsere Bevölkerungsanzahl insgesamt zurückgeht. In Regionen wie dem Ruhrgebiet hat man in vielen Städten eine Schrumpfung, in manchen Städten stagniert der Wohnungsmarkt auch. In der Rheinschiene allerdings bei uns gibt es enormes Wachstum, und da ist die Situation in Städten wie Köln oder Düsseldorf vergleichbar mit München. Die Mieten gehen jetzt nicht in demselben Niveau, klar, aber die Mieten gehen eben nach oben, gehen sozusagen durch die Decke, und die Mieter und Mieterinnen haben das Problem, sich zu versorgen. Die Entwicklung, mit anderen Zahlen, ist die Entwicklung im Bereich des sozialen Wohnungsbaus bei uns genauso wie in Bayern. Die Zahl der geforderten, also die geförderten Wohnungen, der gebundene Wohnungsbestand ist zurückgegangen, es wird nicht genügend nachgebaut, und insofern gibt es sozusagen diesen doppelten Druck durch die Bevölkerungsentwicklung, durch Zuzug in der Rheinschiene und durch den Wegfall sozial gebundenen Wohnungsraums, insbesondere in der Rheinschiene. Die Probleme sind da ähnlich. Dann haben wir durch die Verkäufe, die ich eben erwähnt habe, eine große Anzahl von Immobilienbeständen, die in schwieriger Verfassung sind. Das sind häufig Immobilienbestände aus den 60er und 70er Jahren, schnell hochgezogen worden, auch in der Phase von Wohnungsnot, energetisch ohnehin problematisch, städtebaulich auch problematisch, weil zum Teil hochverdichtet. Dies sind sozusagen die typischen Immobilien, die an sogenannte Finanzinvestoren oder Heuschrecken, sagt der ein oder andere, verkauft wurden und die jetzt Probleme machen, städtebauliche Probleme, aber auch Probleme für Mieter und Mieterinnen in allererster Linie.
Dann gibt es noch so einen anderen Punkt, den betrachten wir in der Kommission nicht so genau, der spielt aber durchaus auch eine Rolle. Wohneigentumsgemeinschaften, auch eine schwierige Lage dann, wenn zum Beispiel ein Finanzinvestor seine Immobilie zu Teilen veräußert hat an Mieter und Mieterin, also sich so eine Wohnungseigentumsgemeinschaft gebildet hat. Finanzinvestor sitzt drin mit über 50%. Auf der anderen Seite sitzen Leute drin, die eine Eigentumswohnung gekauft haben, können aber die Politik nicht mitbestimmen. Auch das eine Problemlage, die man bei uns jedenfalls mit auf dem Schirm haben muss und die wir uns auch mit angucken. Dahinter steckt aber natürlich auch eine WEG-Problematik insgesamt, denn das kann auch passieren in komplett privatisierten Immobilien, dass die Mieter und Mieterinnen nicht in der Lage sind, die Modernisierungsaufwendungen und auch die Sanierungsaufwendungen zu tragen. Und auch dann hat man so eine Situation, wo problematische Immobilien im Stadtteil stehen und man überlegen muss, was das für die Entwicklung des Stadtteils heißt und was man tun kann. Hallo? Okay. Ein Stück. Okay. Ha, jetzt machen wir, genau. Wie gesagt, es sind ungefähr 450.000 Wohneinheiten. Gekauft wurden ThyssenKrupp, Viterra, Evonik, THS, GAGFA und am Ende eben LEG. Die Aufkäufe haben, und das ist ein Problem, weil es Werkswohnungsbau war, im Wesentlichen in entspannten Wohnungsmärkten stattgefunden. Ich will mal ein Beispiel nennen, die Stadt Herne sieht bis 2030 in der Prognose, in der derzeitigen, wenn sie nicht in der Lage ist, dagegen zu steuern, sich mit einer Schrumpfung von 15% der Haushalte konfrontiert. Das ist ein wahnsinniger, das ist auch der Rückgang in der Spitze, der da prognostiziert ist. Also wenn es diesen Städten nicht gelingt, da entgegenzusteuern, dann werden sie einfach das Problem haben, dass da niemand mehr investieren will auf diesem Markt, weil das Risiko, eine Immobilie zu vermieten, eine Wohnung zu vermieten, natürlich wächst, wenn die Nachfrage sinkt. Und insofern haben diese Städte es dann mit einer wachsenden Anzahl von schwierigen Beständen auch zu tun. So, was heißt das grundsätzlich? Was haben die eigentlich gemacht, diese Finanzinvestoren? Und worin besteht, das ist die nächste Frage, euer Risiko oder bestünde euer Risiko in Bayern? Wenn es die Kommunen nicht machen. Wenn es die Kommunen nicht machen. Ich sage nachher nochmal was zur Rolle der Kommunen im Umgang mit der LEG. Aber die Frage ist in der Tat, worin bestünde euer Risiko, wenn eine, ich sage es mal verkürzt, Heuschrecke in Anführungszeichen, also wenn Private Equity Fonds Interesse hat, sagen wir mal auf dem ersten Weg, und selbst dann, wenn die Bestände in den Händen einer Kommune sind mit Finanzschwierigkeiten, dann muss man darauf achten, dass Kommunen nicht verkaufen, denn das ist sozusagen dann die nächste Problematik. Was haben die gemacht? Also, seit 1999 kann man beobachten, dass es verstärkt Wohnungen aufgekauft wurden von Finanzinvestoren. Es gab in der Beobachtung sind immer der Verkauf von Wohnungspaketen über 800 Wohneinheiten, also wirklich nur große Wohnungsverkäufe. Das muss man wissen, insofern hat man auf die kleineren noch nicht mal einen Blick, also die Zahl insgesamt kann größer sein, aber es gab eben 150 Verkäufe oder ca. 150 Verkäufe von über 800 Wohneinheiten, 1,9 Millionen Wohnungen bundesweit, und die Hauptphase, Verkaufsphase lag zwischen, in Nordrhein-Westfalen eher 2003, 2004, 2005, da sind am meisten Wohnungen verkauft worden. Insofern sind wir jetzt an einem interessanten Zeitpunkt, wir schreiben das Jahr 2012, nächstes Jahr 2013, das heißt, die 10-jährige Laufzeit für Kredite wird nächstes Jahr vorbei sein. Das spielt für die Unternehmen eine ziemlich große Rolle. Die sind jetzt in Verhandlungen darüber, ob sie ihre Kredite, die auf den Wohnungspaketen liegen, verlängert bekommen oder nicht verlängert bekommen. Und das ist zum Teil ein ziemliches Problem. Der eine oder die andere wird vielleicht mitverfolgt haben, die Situation der GAGFA, nicht nur nach dem Aufkauf des kommunalen Wohnungsunternehmens in Dresden, sondern auch nach dem Börsengang der GAGFA. Ein Unternehmen in ziemlicher Schräglage, schwierige Wohnungsbestände gekauft, muss sich jetzt refinanzieren, und die Frage ist, gelingt das oder gelingt das nicht? GAGFA auch ungefähr 130.000, 140.000 Wohnungen bundesweit, durch Zukäufe noch ein bisschen größer geworden, in verschiedenen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen sind gar nicht so sehr vertreten. In Freiburg habe ich mir GAGFA-Wohnungsbestände angeguckt, die sind in grauenvollem Zustand.
es gab einen Monitorbericht über Nordrhein-Westfalen, Solingen. Da sah man, dass die Fassade abgehängt war, da weil Fassadenteile runterfallen, also Netze davor gehängt, das war es dann. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs bei der GACFA. Die hat natürlich auch Wohnungsbestände, die okay sind, aber sie hat auch andere. Und die Frage ist immer, was machen diese Investoren angesichts des Refinanzierungsbedarfs und wie entwickelt sich deren Situation? Was heißt das für die Mieter und Mieterinnen, die in den Wohnungen wohnen müssen? So, da kann man nochmal sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Also 2004, höchste Transaktionsphase, wir hatten 2003 die Viterra in Nordrhein-Westfalen. Das war gleichzeitig eine Phase, in der die Zinsen tief standen. Und das war sozusagen eine wesentliche Aufkaufbedingung für Private Equity Fonds. Niedriger Kapitalmarktzins, frei werdende große Wohnungspakete und es gab noch ein paar Annahmen, unter denen die gehandelt haben, die sich nur zum Teil erfüllt haben. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit einem führenden Manager, eines ehemaligen führenden Manager eines Private Equity Unternehmens, der jetzt bereit war, im Hintergrund mit uns zu sprechen, so aber nicht öffentlich zitiert werden will, wie das halt so ist. Der hat berichtet, dass er in New York war bei seinem Fonds und dann ging es um den Ankauf einer Tranche von Wohnungen. Und dann hat er gefragt, wollte er den nicht mal angucken, die Wohnungen, die da in der Bundesrepublik zum Verkauf stehen. Dann sei ihm geantwortet worden, dafür haben wir keine Zeit. Also die Fonds haben Wohnungsbestände gekauft, die sie in ihrer Struktur und Substanz nicht kannten. Eine andere Geschichte, die uns erzählt wurde, ist, man sei drüber geflogen über die Bestände und habe sie von oben angeguckt. Mit dem ganzen Erkenntnis, weil man das wenigstens hat. Ob das Dach gut ist. Genau, also das Dach hat man gesehen, man hat auch ungefähr gesehen, dass sie da stehen und da liegen, aber wie sie innen aussehen, hat man nicht gesehen. Und es gab also keine genaueren Erkenntnisse, der Zinssatz war aber niedrig. Und es gab die Annahme, dass der deutsche Wohnungsmarkt, ein Wohnungsmarkt ist, in dem man die Eigentumsquote noch erhöhen kann, weil im europäischen Vergleich geringe Eigentumsquote, dass Mieterprivatisierungen also möglich sind. Und es gab gleichzeitig die Annahme, dass die deutschen Immobilien auf dem Wohnungsmarkt unterbewertet sind. Und sozusagen in dieser Ansammlung von Annahmen, die gehen wir gleich mal noch drauf ein, ob die richtig sind oder nicht, hat sich dann so eine Verkaufs-, so eine Goldgräberstimmung entwickelt und insofern kann man da erkennen, wie hohe Anzahl dann Wohnungsunternehmen insgesamt an Private Equity Fonds gingen und damit an zum Teil auch ausländische Investoren. Diese Annahmen, die die Ankaufsmotivation gestützt haben, sind nur zum Teil erfüllt worden. Tatsächlich sind eben Wohnungsbestände aus den 60er und 70er Jahren verkauft worden, die auch einen Sanierungsstau hatten. Das muss man auch mal sagen. Also die Wohnungseigner vorher haben auch nicht nur eine lupenreine Politik gemacht, Wohnungspolitik und Sanierungspolitik, sondern da gab es durchaus auch Sanierungsstau. Es sind insgesamt in der Tendenz eher Quartiere, die hoch verdichtet sind, und bei denen man dann, wenn der Wohnungsmarkt sich entspannt und wenn die Nachfrage nicht mehr so da ist, ohnehin ein Problem mit potenziellen Leerständen hat. Und was sich eben auch nicht bewahrheitet hat, ist die Annahme, dass Mieter und Mieterinnen in großer Anzahl Wohnungsbestände aufkaufen würden. Es gab Mieterprivatisierungen, ja, aber das hat sich eben auch nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz erfüllt und insofern gibt es bis heute einen hohen Druck, einen hohen Verwertungsdruck von Seiten der Private Equity Fonds, aber auf der anderen Seite jetzt ein nachlassendes Interesse, weil die Menschen schlicht und ergreifend nicht die Kapitalkraft hatten, Arbeiterfamilien zum Teil, diese Wohnungen auch wirklich aufzukaufen. Was war das Interesse der Fonds? Das Interesse war im Grunde genommen vor allen Dingen, also kurzfristig zu halten zum Teil. Ein Teil hatte das Interesse kurzfristig zu halten, schnell wieder zu verkaufen und die Rendite mitzunehmen, maximal 10 Jahre zu halten. Weil da oben die Annahmen sich nicht so erfüllt haben, sind manche jetzt wider Willen gezwungen, Wohnungsunternehmen zu sein, obwohl sie eigentlich nur zwischenzeitlich Bestandshalter sein wollten. Man kann die unterscheiden, im Grunde genommen die Finanzinvestoren in die Pharma-Bestandshalter, die
bis 10 Jahre halten wollten, dann eine bestimmte Bewirtschaftungsmethode haben, zu der man auch gleich noch was sagen kann. Dann unterscheidet man auch in Opportunisten und Dilettanten, die kurzfristig halten und da verkaufen wollten. Und da lag dann häufig das Problem, dass kurzfristig Besitzen und Verkaufen nicht so geklappt hat. Und auch bei den Bestandshaltern, das klingt jetzt so ein bisschen konservativ und vertrauenserweckend, so ein Pharma-Bestandshalter ist ja eigentlich eine sympathische Person oder Figur, aber auch bei denen ist es so, dass die Renditeversprechungen hatten von 15%, zum Teil 20%, das ist uns auch in Gesprächen mit den Managern bestätigt worden. Was hat ein normales Wohnungsunternehmen zwischen 5% und 8%? 8% schon in der Spitze, eher in gemeinwirtschaftlichen, bei uns eher 3. Ja, 3 bis 5, ja, wäre sozusagen schon ein gutes, gemeinwirtschaftliches, relativ renditeorientiertes Unternehmen, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht. Und 15% Kapitalrendite aufs Eigenkapital kann man eben nur dann erzielen, wenn man Investitionen unterlässt. Und im Grunde genommen geht das ja auch, wenn man das Ziel hat, nach 10 Jahren rauszukommen, dann fährt man halt die Immobilie so weit runter, verkauft sie wieder nach 10 Jahren und zieht in der Zeit möglichst hohe Kapitalrendite aus über ein paar Maßnahmen, die noch begleitend gemacht werden. Also die Unternehmen haben Personal abgebaut, das sozusagen für die Verwaltung der Unternehmen da war, Instandhaltung reduziert, Modernisierung nicht gemacht. Sie haben verkauft an die Mieter und Mieterinnen, beziehungsweise haben kleinere Wohnungspakete auch an andere Finanzinvestoren weiterverkauft. Und das Ziel sollte sein, am Ende vor Ablauf der Kreditlaufphase möglichst rauszukommen und in der Zwischenzeit eben den Fonds ordentlich zu bedienen. So viel der Plan. Ich will nur vielleicht noch einmal nicht jetzt im Einzelnen da die Punkte durchgehen, das ist schwierig auf die Dauer immer so ganz laut zu sprechen, aber ich gebe mir, ich will jetzt nicht im Einzelnen die Punkte durchgehen, aber vielleicht einmal das System noch erklären, warum es sich lohnte für einen Finanzinvestor zu kaufen. Der entscheidende Punkt ist, dass das Eigenkapital gering sein musste, weiß ich nicht, in der Größenordnung von 5 bis 10%, der Rest musste über die Bank kommen und das zu einem niedrigen Zinssatz. Und aus der Differenz zwischen den niedrigen Kapitalkosten, den Mieten plus nicht erbrachter Instandsetzung und Modernisierung sind dann eben diese Effekte generiert worden, sogenannter Leverage-Effekt, niedrige Zinskosten, Mieten, die mindestens im Durchschnitt lagen und da haben sie natürlich auch versucht, die Mietsteigerung hinzukriegen. Das zusammen ergibt dann eine Rendite, die sich auch wirklich aus deren Perspektive gelohnt hat. Und mit den Folgen, mit den volkswirtschaftlichen Folgen haben wir es zu tun, die Mieter und Mieterinnen zum einen, die sich rumschlagen müssen mit Wohnungsfirmen, die für sie gar nicht mehr erreichbar sind, mit Hausmeistern, die nicht vorhanden sind, mit Verwaltungsgesellschaften, die ständig wechseln. Und damit hat es natürlich auch die Allgemeinheit zu tun. Wir sagen, wir Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, weil immer dann, wenn sich in so einem Quartier eine schwierige Wohnungsimmobilie befindet, dann hat das auch Folgewirkungen für ein ganzes Quartier und für den ganzen Stadtteil. In meiner Heimatstadt, ich komme aus Dortmund, gibt es ein Quartier, oder ein Stadtteil, Dortmund-Westerfilde, da gibt es eine Straße, Speckestraße, da sitzt ein dänischer Finanzinvestor drin, besitzt 2 Immobilien. Im Moment, die sind deswegen im Licht der Öffentlichkeit, weil da so alteingesessene, gut situierte Arbeiterfamilien drin sind und die wissen noch, wie man sich wehrt und die wohnen so lange in diesen Häusern, dass sie sagen, wir lassen die Häuser nicht vor die Hunde gehen oder wir wollen sie nicht vor die Hunde gehen lassen. Im Moment ist noch eine Frau da, die den Kampf aufgenommen hat gegen Griffin, aber die das nicht mehr lange aushält. Hat sie auch neulich gesagt bei uns im Landtag, im Grunde genommen sei sie jetzt die Letzte und die Phase sei vorbei. Es sind nachgezogen Menschen, die aus Bulgarien kommen, Roma, sodass die so auch eine höchst schwierige Mischung im Stadtteil haben. Die Häuser gehen seit Jahren runter. Es gab Leerstand, Wegzug, mit der Folge, dass der Einzelhandel zum Teil gelitten hat in Westerfilde. Nicht nur zum Teil, sondern wirklich gelitten hat in Westerfilde. Einzelhandel auch verschwunden ist. So der ganze Stadtteil diese Problematik spürt. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Fakt ist, dass ein Investor wie Griffin der Allgemeinheit in die Tasche fasst, nicht nur den Mieter und Mieterinnen das Leben
ausgesprochen schwierig macht, sondern der Allgemeinheit auch in die Tasche fasst. Und bis so eine Immobilie dann mal endgültig runtergefahren ist, in einem Zustand, in dem sie nicht mehr bewohnbar ist und wo unten dann diese Holzlatten dann dagegen genagelt sind, das dauert Jahre, Jahre, Jahre. Also der Kampf da um die Speckestraße geht schon seit 10 Jahren. Dadurch, dass da jetzt nochmal neue Menschen nachgezogen sind, auch in einer hohen Fluktuation, wird das auch noch weitergehen. Also das sind sozusagen die nächsten 10 Jahre und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für so einen Stadtteil bedeutet. So, das Problem, mit dem sich die Investoren konfrontiert sahen, war eben, dass sie die Möglichkeiten des Marktes überschätzt haben in der Bundesrepublik. Dann die Verschärfung von Finanzierungsbedingungen und Kreditvergaben, mit denen sind sie jetzt im Moment befasst. Ich höre, dass ein Fragezeichen dahinter steht, ob die, nicht nur die GAGFA, sondern auch die Enington ihren Kapitalbedarf am Markt überhaupt decken können. Ob es eine Bank gibt, die in der Lage ist, diesen riesigen Kapitalbedarf, den diese Gesellschaften jetzt haben, in der Refinanzierung, ob die den überhaupt besorgen kann. Es gibt einen Rückgang auf dem Wohnungsmarkt insgesamt, was Käufe und Verkäufe anbelangt. Und insofern werden diese Investoren eben wider Willen zu Bestandshaltern, müssen sich fragen, was machen wir eigentlich, wie gehen wir mit diesen Wohnungen um. Im Grunde genommen fahren sie ihre Strategie nach unserer Beobachtung der Zeit weiter, möglichst privatisieren, wo es geht. Die GAGFA verkauft im Moment alles, was nicht nied- und nagelfest ist, also verkauft wirklich größere Wohnungseinheiten. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir GAGFA-Bestände angucken wollten in Nordrhein-Westfalen, mit denen gesprochen auch, und haben gesagt, wir zeigen, wir sind ein gutes Wohnungsunternehmen, wir zeigen euch unsere guten Bestände. Wir haben gesagt, gut, ist in Ordnung, gucken wir uns an, aber dann wollen wir die anderen auch sehen. Und dann haben wir gesucht nach den anderen Wohnungsbeständen, die ja auch durch die bundesweite Presse gingen. Und immer da, wo dann Oliver angerufen hat, da waren sie schon wieder weg. Ja, da waren sie verkauft an den nächsten Investor und zum Teil eben auch, das muss man nochmal sagen, zum Teil namenlose Investoren. Das macht es für die Mieter und Mieterinnen besonders schwer. Dieses Beispiel Dortmund-Westerfilde, von dem ich eben sprach, Griffin, ist ein Investor, der ist nicht erreichbar. Der sitzt irgendwo im Ausland, der ist auch für die Stadt Dortmund nicht erreichbar. Dann gibt es Wohnungsverwaltungen, die sind zwar da, wechseln dann aber häufiger, sodass die Stadt im Grunde genommen immer zu langsam ist, die kommt immer hinterher. Wenn sie da versucht, in eine konkrete Verhandlung zu gehen oder auch ordnungsrechtlich vorzugehen, dann hat sie immer das Problem, dass sie sozusagen den Gegebenheiten hinterher eilt. Und für die Mieter und Mieterinnen gilt das ganz genauso. Bevor ich jetzt hier weggefahren bin nach München, gab es bei uns noch einen Bericht, Heizung seit 10 Tagen ausgefallen. Wir sind zwar nicht so weit im Süden, aber wir haben auch Winter, also ist ein bisschen wärmer bei uns, aber trotzdem auch Winter seit 10 Tagen. Die Mieterinnen, um die es da ging, zum Teil alte Menschen, sind nachts ins Altenheim gegangen, Pflegeheim, um da zu übernachten, um die Nacht zumindest zu überstehen. Das läuft jetzt seit 10 Tagen. Der Dortmunder Mieterverein sagt, das hatten wir jetzt auch noch nicht, aber wir erreichen einfach niemanden. Die haben immer an so einer Hotline angerufen, Callcenter, am Ende ist im Callcenter auch aufgelegt worden. Das Problem ist die Namenlosigkeit, das Problem ist auch die Verantwortungslosigkeit im Umgang mit den Immobilien. So. Man muss vielleicht auch noch wissen, auch das begegnet einem, wenn man dann mit führenden Personen, Vorstandspersonen spricht aus diesen Unternehmen. Der eine vor Augen, mit dem wir vor kurzem gesprochen haben, der kam aus einem Medienkonzern. Der kam gar nicht aus der Wohnungswirtschaft. Also da ist auch wenig Know-how da. Das sind eben nicht Wohnungsunternehmen, die sich seit Jahren im Markt auskennen, die seit Jahren wissen, wie man mit bestimmten Problemsituationen umgeht, sondern es sind im Wesentlichen eigentlich Finanzinvestoren, die Know-how haben im Bereich Finanzwirtschaft, aber nicht im Bereich Wohnungswirtschaft und die sich dann immer anderer bedienen müssen, um sozusagen dieses wohnungswirtschaftliche Know-how mit einzubringen. Das hat natürlich die entsprechenden Folgen. Hier haben wir ein paar Presseberichte zusammengestellt. Es reicht da immer, die Überschriften zu lesen. Einstürzende Altbauten fand ich am schönsten. Das war eben dieser Bericht über die GAGFA. Heuschrecken werden Hausmeister. Privatisierung mit vielen Verlierern. GAGFA bleibt Problem in Solingen. Das spiegelt so ein bisschen die Lage wider, wie sie vor Ort ist.
Unten haben wir auch einen Punkt, den haben wir versucht zu regeln, jetzt über die Wohnungsaufsicht, Brandhaus weiter ohne Aufzug. Da ist über Wochen hinweg der Aufzug ausgefallen für dann diese Hochgeschosser und Menschen, alte Menschen, natürlich ein Problem. Johanna Gries ist 16, ich las da aber von 70-Jährigen, die dann leider das Haus nicht mehr verlassen konnten und wochenlang auch da in diesen 16-Stöcker drin bleiben mussten. Also schon eine Form von Freiheitsberaubung auch, muss man schon sagen. Gut, also wir haben es mit der ganzen Palette zu tun, die man als Portfolio-Optimierung bezeichnen kann, jedenfalls in deren Sprache, ausbleibende Instandhaltung, Modernisierung, Vernachlässigung, Vermüllung der Wohnungsbestände, bauliche Schäden, Mieterhöhung, fehlerhafte Nebenkostenabrechnung. Da, wo die alten Gewerkschafter in den Wohnungen sitzen und das in Eigenregie übernommen haben, wenn sie einen Finanzinvestor als Besitzer haben, da läuft das noch ganz gut. Ansonsten haben die Mieter totale Probleme mit der Nebenkostenabrechnung. Ich sprach da mit so 3, 4 alten Gewerkschaften, die gesagt haben, wir sagen jedem neuen Hausverwalter, der kommt, halt dich da raus, wir machen das selber, bei dir wird es sowieso nichts, bis du da durchblickst, bist du schon wieder gekündigt. Und so ist es dann auch. Mangelhafte, kostenpflichtige Erreichbarkeit über Hotlines, das sind die Methoden, um die es geht. In der Spitze, erzählt er immer auch gern solche Geschichten, in der Spitze finde ich Gladbeck, eine kleine Stadt, oder 120.000 Einwohner ungefähr, nicht so klein, am nordöstlichen Rand des Ruhrgebietes, eine Stadt, in der auch so eine Straße ist, in der ein Finanzinvestor einen Straßenzug da gekauft hat, da Leerstände von 30%, das führte zu Vandalismus in den Wohnungen. Kupferdiebstahl, bei uns im Ruhrgebiet sehr in Mode, Kupferdiebstahl inzwischen, das ist so ein Stück Armutsproblematik, mit der man sich auseinandersetzen muss, in der Regel ostdeutsche Banden, die da durchziehen und alles abschrauben, Kupferbereich, was nicht nied- und nagelfest ist, die haben jedenfalls die Leitung rausgerissen, mit der Folge Gasaustritt, Wasseraustritt, also das ist dann wirklich schon, das ist Schrottimmobilie im wahrsten Sinne des Wortes. Schimmel, ständiges Problem, kaputte Heizung, Warmwasserversorgung und so weiter, defekte Aufzüge, hatten wir da alles schon mal. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, wer mietet da eigentlich noch? Warum ziehen die nicht alle weg? Warum sie nicht alle wegziehen, hat verschiedene Gründe. Die Menschen, die jetzt, die ich eben ansprach, also Menschen, die in den 60er Jahren da eingezogen sind, die da ihr ganzes Leben gelebt haben, ihre Kinder in den Wohnungen großgezogen haben, dann ist der Mann gestorben oder sie leben auch noch zu zweiter. Das sind so diese Arbeiterfamilien, die ich meine, die gehen dann nicht weg, weil sie A, eine gewachsene soziale Nachbarschaft haben und das auch ihr angestammter Wohnraum ist und die überhaupt nicht wegziehen wollen. B, weil sie zum Teil selber investiert haben in die Wohnung. Dann, wenn Investitionen ausgeblieben sind, haben die eben selber das Bad machen lassen. Ja? Dann haben die da 5.000 Euro reingehängt in die Wohnung und sagen, wieso soll ich jetzt, wenn ich jetzt rausgehen muss, ist das alles für mich verloren, kriege ich nie wieder. Das ist ein Grund und dann gibt es aber sozusagen, deswegen steht da Geschäftsmodell Hartz IV, dann gibt es natürlich eine Gruppe, die sich gar nicht bewegen kann auf dem Wohnungsmarkt. Und das gilt für die Ballungszentren insbesondere, das ist im Ruhrgebiet ein bisschen leichter, aber auch nicht nur leicht, das sind alle Menschen, die Transferleistungen erhalten. Und insofern öffentlich finanziert wohnen, die über die Kosten der Unterkunft dann gegenfinanziert werden. Die haben Probleme, sich am Wohnungsmarkt zu bewegen. Im ganzen Bereich Rheinschiene kriegen die gar nichts mehr. Und das ist die sichere Einnahmequelle für Finanzinvestoren. Das ist die sichere Einnahmequelle für diese Wohnungsgesellschaften. Das war ursprünglich nicht so geplant, weil die ja gar nicht so lange die Wohnungen halten wollten. Aber inzwischen ist es so, dass es auch ein richtiges Geschäftsmodell geworden ist. Ich weiß, wenn ich einen Hartz-IV-Bezieher in meiner Wohnung habe, kommt die Miete, da habe ich kein Problem. Das ist alles super organisiert, weil eine öffentliche Transferleistung, der macht auch keine Mietminderung bei mir, denn warum soll er das machen? Dann muss er sich Rechtsbeistand holen. Dann macht er eine Mietminderung, setzt sich mit mir auseinander, kriegt aber das Geld gar nicht. Ja, also die Rückflüsse aus der Mietminderung gehen ja nicht in die Tasche des Transferleistungsempfängers, sondern die bleiben bei der Kommune. Also hat die Kommune zwar ein Interesse, der Transferleistungsempfänger aber nicht. Das ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und insofern sind das gute Mieter,
aus der Perspektive der Finanzinvestoren. Die öffentliche Hand muss sich aber mal umgekehrt fragen, ob sie bereit ist, so ein Geschäftsmodell eigentlich zu akzeptieren auf dem Rücken der Menschen. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, Städte und Behörden haben auch, also wenn Mieter und Mieterinnen keine Ansprechpartner haben, haben auch Städte und Behörden keine Ansprechpartner. Das ist so, die Anonymität ist ein großes Problem. Es gibt keine Beteiligung, keine Verantwortung, im Gegensatz zum kommunalen Wohnungsunternehmen. Das weiß, erstens guckt ihm die Kommune auf die Finger, also die gucken ihm die Stadtverordneten, Ratsmitglieder auf die Finger, und es steht auch viel stärker, weil es ja nicht weg kann vor Ort, in der öffentlichen Kritik, Lokalpolitik und Lokalpresse guckt ihm auf die Finger, man kennt sich vor Ort, das ist eine andere Form, sich zu verhalten und sich auch ordentlich einzubetten. Bei den Finanzinvestoren, die haben keinen Bezug, die sind oben drüber geflogen, und so sind die Dinge dann eben auch für sie, die haben keine Anbindung an die Region, keine Anbindung an die Stadt. Und insofern sind sie auch keine Ansprechpartner für Stadtumbaumaßnahmen oder für Stabilisierungsmaßnahmen im Quartier. Sie sind schlicht keine Kooperationspartner. Ich sage gleich nochmal was Relativierendes dazu, weil das in der öffentlichen Darstellung bei denen zum Teil nochmal anders ist. Die negative Ausstrahlung ins Quartier ist damit die Folge. Wir beobachten allerdings auch, dass unter dem Druck, jetzt doch am Markt bleiben zu müssen, große Gesellschaften wie die Ennington oder die GAGFAH, auch die LEG, das ist eben der Fall der Wohnungsgesellschaft der Nordrhein-Westfälischen, die in der Hand von Whitehall ist, auch die LEG versuchen, sich abzusetzen von den kleinen Finanzinvestoren mit ganz vielen unterschiedlichen bunten Namen und sozusagen versuchen, sich so in anderes Fahrwasser zu begeben, nach dem Motto, wir sind ein gutes Wohnungsunternehmen und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Es gab eine klar erkennbare Öffentlichkeitsoffensive, insbesondere der GAGFAH. GAGFAH hat mich jedenfalls angeschrieben, hat gesagt, damit Sie das wissen, die GAGFAH hat ein hohes Interesse daran, ihr öffentliches Auftreten zu verändern und ihre Öffentlichkeitsarbeit auch entsprechend neu auszurichten. Wir wollen weg aus dem Sog der negativen Berichterstattung. Dahinter steht natürlich die fallende Aktie. GAGFAH ist in die Börse gegangen, Aktienkurs ist runtergegangen. Ich kann nur sagen, ein anderes öffentliches Auftreten ist schön, ja, nutzt auch den Mieter und Mieterinnen wenig, den nutzt mehr eine andere Investitions- und Bestandspolitik. Das gilt aber auch für die Ennington, auch die versuchen sich abzusetzen und sozusagen sagen, wir sind die Guten und wir sind auch ein solides Wohnungsunternehmen. Es ändert nur wenig an der Geschäftsstrategie und Geschäftspolitik, und das kann man sich auch im Fall der LEG nochmal angucken. LEG 100.000 Wohnungen im Besitz des Landes, von Kritikerinnen und Kritikern. Innerhalb auch unserer Enquete wird immer wieder darauf verwiesen, dass es auch bei den LEG-Beständen problematische Wohnungen gab. Ja, das stimmt auch. Also auch eine Landeswohnungsgesellschaft macht nicht immer nur gute Politik. Ich glaube, da muss man sich zusammen drüber im Klaren sein. Das gilt manchmal auch für kommunale Unternehmen, aber die Dimension ist eine völlig andere. Der öffentliche Druck, den man entfalten kann, ist auch ein völlig anderer, und von daher hat es auch eine andere Qualität, ob man eine Landeswohnungsgesellschaft oder ein kommunales Wohnungsunternehmen hat oder ob man diese Art von privatwirtschaftlichen Finanzinvestoren hat, die große Wohnungsbestände halten und ganze mit einer Immobilie aus einer Straße nach unten ziehen können. 2006 hat die damalige CDU-FDP geführte Regierung entschieden, dass die Landeswohnungsgesellschaft zu verkaufen, schlicht um Haushaltseffekte zu erzeugen. Die sind jetzt nicht gezwungen worden durch irgendeine EU-Vorgabe, sondern es ging um Haushaltssanierung. Und das ist natürlich auch insgesamt ein Problem. Ich glaube, es ist auch für euch ein Problem, weil die Frage, die man sich beantworten muss politisch, ist, will ich den maximalen Preis erzielen und damit auch den maximalen Effekt für den Haushalt, oder will ich die maximale sozial- und wohnungswirtschaftliche Rendite erzielen? Das sind zwei unterschiedliche Strategien. Wir haben versucht, gegen diesen Verkauf, sind die Mietervereine und die Gewerkschaften haben sich zusammengeschlossen, SPD und Grüne ebenfalls, wir haben versucht, gegen diesen Verkauf ein anderes Szenario ins Feld zu führen. Zunächst auch eine Volksinitiative, die gleichzeitig gelaufen ist, die aber gescheitert ist. Es war nicht möglich, landesweit genügend Stimmen zu mobilisieren, um diese Entscheidung der Landesregierung in der Volksabstimmung zu zwingen.
weil die Wohnungsbestände natürlich nur in bestimmten Teilen des Landes vorhanden sind. Und ich würde auch insgesamt als Wohnungspolitikerin inzwischen sagen, es ist gar nicht so leicht, im Bereich Wohnungspolitik richtig zu mobilisieren. Das war in den 80er Jahren noch ein bisschen anders. Es gelingt aber gar nicht, wenn man im Grunde genommen auf ein ganzes Bundesland hin mobilisieren muss, die Bestände aber nur in einzelnen Städten sind und man nur da Stimmen sammeln kann. Das war unser Problem. Deswegen, damit sind wir gescheitert. Und dann haben wir versucht, so eine andere Lösung hinzukriegen. Kommunales Konsortium kauft auf. Dazu haben sich 5 Kommunen zusammengeschlossen. Die hätten allerdings immer nur die Bestände, das wäre auch der Löwenanteil gewesen, in ihren Kommunen aufgekauft. Aber immerhin, die haben sich zusammengeschlossen, zum Dach eine Auffanglösung gemacht. Man hätte dann noch gucken müssen, was mit kleineren Wohnungsbeständen, 200, 300 Wohnungseinheiten irgendwo in der Peripherie ist. Dafür hätte man noch eine Lösung finden müssen, hätte man aber auch finden können. Das Problem war nur, dass die Landesregierung den maximalen Profit haben wollte. CDU und FDP wollten das Maximum finanziell rausholen, dann die Kommunen gesagt, das können wir nicht. Wir können an der Stelle nicht mithalten. Wir sind konservativ orientierte kommunale Wohnungsunternehmen. Wir müssen so handeln, dass wir hinterher auch eine ordentliche betriebswirtschaftliche Situation haben und wir können keinen überhöhten Preis zahlen. Und das war das Ende der Geschichte. Und damit ist die LEG verkauft worden an Whitehall, also Goldman Sachs. Und die halten heute die LEG. Vereinbart worden ist eine Sozialcharta. Die ist von Seiten der Mietervereine kritisiert worden, in den Punkten, die umgekehrt die Landesregierung nach vorne gestellt hat. Ich sage es nur einmal ganz kurz, Begrenzung der Mieterhöhung auf 1,5% und später 3% pro Jahr. Gut, also die Steigerung des Preisindex lag zu der Zeit bei 1,6%. Insofern war das keine wirkliche Begrenzung. Dann die Beschränkung des Weiterverkaufs der Wohnungen auf 2,5% des Anfangsbestandes. Da haben die Mietervereine mal ausgerechnet, wie viel das eigentlich ist. 2.300 Wohnungen plus Mieterprivatisierung. Da kommt man schon in den ersten 10 Jahren auf mindestens 23.000 Wohnungen, die verkauft werden können, 2.300 pro Jahr, über 10 Jahre hinweg, plus die Mieterprivatisierung. Also da kann man sehen, aus diesem Bestand werden schon roundabout 25% verkauft in diesen Jahren, wenn der Markt es jedenfalls aufnimmt. Das konnte die Sozialkarte nicht verhindern. Und was ich auch besonders problematisch finde, es gibt eine Investitionsquote von 12,50 Euro, die vereinbart worden ist in der Sozialkarte. Ich kenne jetzt kein kommunales Wohnungsunternehmen, das nur 12,50 Euro investiert. Die Finanzinvestoren sagen... 12,50 Euro pro Wohnung und Jahr oder wie? Pro Quadratmeter, Wohnfläche pro Jahr. Also unser Dortmunder Unternehmen lag, weil die Energiesanierung gemacht haben, bei weit über 30 Euro. Üblich ist auch beim kommunalen Unternehmen eher irgendwas um die 20 bis 25 Euro Investition pro Jahr. Da sind 12,50 Euro vereinbart. Die Finanzinvestoren sagen einem, dass sie da auch irgendwie in diese Richtung kämen. 12,50 Euro, das sei so. Tatsächlich kommt man eher auf so Größenordnungen von 5 bis 6 Euro bei denen. Also ich will sagen, nur das Allernotwendigste. Soll ich einmal zu Ende machen? Oder? Nur ganz kurze Frage. Die 12,50 ist das der Instandhaltungsrücklage oder die Instandhaltungskosten, die da pro Jahr anfallen, pro Quadratmeter? Ja. Oder ist das inklusive dieser energetischen Sanierung bei 12,50 Euro? Nein, alles zusammen. Davon ist sie verpflichtet. Genau. Für zwei. Das ist natürlich tatsächlich das wenig. Genau. Da geht nichts. Ja, das ist etwas wenig. Energetische Sanierung, da, ich kann Ihnen vielleicht gleich zwei Sätze zu verlieren, wie das aussieht da und wo da bei uns jedenfalls die Problemlage liegt. Also, die Sozialkarte ist häufig als weiße Salbe bezeichnet worden. Da gab es nochmal eine Auseinandersetzung, die durch den sogenannten Interpretationsausschuss da geklärt wurde, um die Frage, ob die 12,50 Euro auch bei Mieterprivatisierung überwälzt werden müssen auf die Mieter und Mieterinnen. Man sich geeinigt, dass das natürlich nicht gilt bei Mieterprivatisierung, sondern nur gilt, wenn die LEG selber Bestandshalter ist. Insofern hat man eine Lage, bei der wenig geregelt ist für die Mieter und Mieterinnen. Es gibt ein sehr unschönes Beispiel im letzten Jahr. Da hat die Geschäftsführung der LEG Briefe verschickt
an die überwiegend älteren Mieter und Mieterinnen der LEG-Wohnung und hat ihnen vorgeschlagen, nach § 557 BGB einer Mieterhöhung zuzustimmen. Dann sollten sie eben einen Brief zurückschicken, dass sie zustimmen oder, nein, oder sie ablehnen bis zum bestimmten Zeitpunkt. Worauf die LEG nicht hingewiesen hat, ist, dass das schlicht freiwillige Mieterhöhungen sind. Die kann man ohne Problem ablehnen. Das wäre überhaupt kein Ding gewesen. Also es war so ein Stück Nepperschlepper-Bauernfängerei, ja, der Versuch, da wirklich alte Menschen über den Tisch zu ziehen. Dann gab es Reaktion der Mietervereine vor Ort. Dann haben wir einen Eilantrag drauf gemacht im Landtag, um das zu kritisieren, das Verhalten der LEG. Und an dem Morgen, als die Plenarsitzung war, hat die LEG schnell einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, das wäre ja alles nur ein Missverständnis und man wisse gar nicht, wie es eigentlich habe geschehen können. Und jetzt dann heulten sie einem ins Ohr mit der Maßgabe, dass sie unglaublich viel Kommunikationsaufwand hätten, weil die Leute gar nicht verstanden hätten, dass das zurückgenommen sei. Okay, gut, so kann das gehen, aber das ist schon so was, wo man das Gefühl hat, ein seriöses Wohnungsunternehmen macht das eigentlich nicht. Was weiter zu beobachten ist, dass die natürlich die Investition ins Umfeld, die Beteiligung an Stadtentwicklung zurückgegangen ist. Auch da muss man sagen, es ist eine andere Geschäftspolitik als vorher beim Landeswohnungsunternehmen. Gut, Mieterhöhungen haben sie gemacht, klar. Dann diese Geschichte 557 BGB steht hier nochmal, mangelnde Instandhaltung und Modernisierung, auch da gibt es Rückmeldungen, Schimmel, bauliche Mängel und so weiter. Das sind so die Entwicklungen. So, was kann man machen? Die Reichweite von Sozialkarten ist begrenzt, die sind im Aushandlungsprozess im Ergebnis zu unkonkret, weil, wie gesagt, Sozialkarte wird verhandelt gegen Preis. Je größer, je klarer die Regelung in der Sozialkarte, desto geringer natürlich der erzielbare Preis, klar. Und dann, auch dann kommt es immer noch zur Auseinandersetzung, die wir dann im Interpretationsausschuss hatten zwischen Käufer und Verkäufer, wo einfach dann sozusagen die rechtliche Formulierung nochmal geklärt werden musste. Gut, das gehört, glaube ich, zu jedem Vertrag dazu. So, was kann man tun im Umgang mit vernachlässigten Wohnungsbeständen? Vielleicht kann man darauf gleich nochmal eingehen. Wir suchen im Grunde genommen im Moment als Enquete-Kommission Handlungsinstrumente, um die Kommunen unterstützen zu können, die Mieter und Mieterinnen unterstützen zu können beim Umgang mit diesen Finanzinvestoren. Das ist gar nicht so leicht. Das ist die schwierigste Aufgabe der Enquete-Kommission, da ein Instrument zu finden, das wirksam, schnell, ich sage nochmal schnell wirksam sein kann. Denn natürlich kann man sagen, gut, die Stadt versucht, möglichst Mieter und Mieterinnen zu beraten, nicht in diese Immobilie zu ziehen. Schwieriges Unterfangen wird auch nicht dazu führen, dass die Immobilie, eine schreckliche und furchtbare Immobilie, schnell entmietet wird. Dahinter stecken immer langsame Prozesse und das Problem ist, der Stadtteil geht eben auch in derselben langsamen Entwicklung mit nach unten. Man muss jetzt nochmal genau drauf gucken, es gibt ein paar gute Ideen. Die Stadt Münster zum Beispiel hat gesagt, wir lassen es drauf ankommen. Auch auf eine Auseinandersetzung, eine juristische Auseinandersetzung. Wir kürzen als Stadt die KDU, die Kosten der Unterkunft, wenn der Wohnraum nicht angemessen ist. Also wenn es da Probleme im Wohnraum gibt, dann zahlen wir auch nicht mehr in vollem Umfang. Und da muss man mal gucken, wie der Finanzinvestor reagiert und wie der damit umgeht. So ganz, also es ist rechtlich noch nicht ausgetestet, ob das möglich ist oder nicht möglich ist, aber darauf lassen Sie das jetzt ankommen, ist eben eine Kommune, die gesagt hat, okay, wir haben da Mut und wir machen das auch. Ansonsten muss man in allen Regelungsebenen gucken, was die Instrumente sind, die man einsetzen kann, um die Situation für die Mieter und Mieterinnen zu verbessern und um den Finanzinvestoren zu zeigen, dass die öffentliche Hand aufpasst und dass das öffentliche Auge auch drauf guckt, was sie tun. Das gilt fürs Mietrecht, Baurecht, Wohnungsrecht und so weiter. Wir haben eine Wohnungsaufsicht in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt gerade eben das Wohnungsaufsichtsgesetz verschärft, haben diesen Punkt Aufzugsanlagen mit reingenommen, die es den Kommunen ermöglichen, auch in Ersatzvornahme zu gehen. Aus dieser Erfahrung mit dem nicht funktionierenden Aufzug heraus. Man muss bei uns aber dann am Ende auch nochmal genau auf das Wohnungsaufsichtsgesetz gucken. Man muss gucken, was man als Land da an Regelungsmechanismen in die Hand nehmen muss. Und das wäre eine Aufgabe für uns beide, Christine. Ich glaube, dass man mit unserer Bundestagsfraktion nochmal reden muss im Vorfeld der Bundestagswahl über diese Problematik.
Einerseits über die Förderung neuer Wohnungsgemeinnützigkeit, weil ich finde, das ist eine Alternative. Ja. Ihr habt auch ein gut ausgebautes Genossenschaftswesen, habe ich mir erzählen lassen von einer Freundin hier in Bayern und in München. Darauf muss man nochmal gucken, wie man Wohnungsgemeinnützigkeit unterstützen kann. Und ich glaube, man muss auf den Punkt Regulierung der Finanzmärkte unter der Perspektive neuer Finanzinvestoren auch nochmal sehr genau gucken und überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, bei Weiterverkäufen auch Auflagen zu machen. Und sei es nur die Versteuerung der Unternehmensgewinne, nicht mehr im Ausland, sondern im Inland, aber das muss man prüfen und das muss man zusammen mit der Bundestagsfraktion auch prüfen. Gut. Dass abgestimmte Strategien und eine gute Vernetzung immer wichtig sind, das weiß man, wenn man Politik macht, das gilt für kommunale Akteure und Ämter, das gilt für uns genauso über die verschiedenen Ebenen hinweg. Gut, was ist die Null-Variante? Eine offene Frage ist für uns, und das gilt übrigens auch für die Geschäftsführung der Finanzinvestoren, was passiert eigentlich, wenn da einer die Refinanzierung nicht hinkriegt und wenn ein Wohnungsunternehmen in die Insolvenz geht? Es konnte mir noch keiner beantworten. Dahinter liegen dann geschachtelte Unternehmen. Wie sich das dann aber im Einzelnen verhält, wie schnell dann so ein Verfahren geht, so ein Insolvenzverfahren, ob das für den Mieter, Mieterin vielleicht besser ist, weil die Miete dann immerhin auf ein Treuhänderkonto geht und daraus Investitionen getätigt werden können. Das muss man sich nochmal genau angucken. Das wäre aber sozusagen das Worst-Case-Szenario. Und das ist eine Situation, die kann natürlich auf bestimmte Regionen in Nordrhein-Westfalen zukommen. Die GAKFA jedenfalls hat ein hohes Risiko. So, das ist jetzt nochmal die Arbeit der Kommission. Will ich jetzt gar nicht genauer machen. Ich glaube, da kann man gerne nochmal drauf gehen, oder kann man gerne noch in Diskussion nochmal drauf kommen, wenn das näher interessiert, wie die Kommission weiterarbeitet. Wir haben jetzt ein Jahr ein Jahr in der Analyse. Wir sind jetzt sozusagen im zweiten Jahr, in dem es um die Handlungsempfehlungen geht und darum geht, wirklich diese Instrumente zu identifizieren, mit denen man an diesem Gebiet handeln kann. Ich kann unterm Strich nur sagen, besser ohne. Also besser fährt man auf dem Wohnungsmarkt mit sehr vielen hochmotivierten, ethisch verantwortlichen privaten Wohnungsunternehmen, die wir haben, inklusive Genossenschaften, mit kommunalen Wohnungsunternehmen, die auch bestimmte Standards setzen. Und ich würde sagen, für ein großes Flächenland braucht es im Grunde genommen auch ein Handlungsinstrument auf Landesebene. Wenn man, wie wir, die LEG verkauft, dann gibt es auch keine Auffangmöglichkeit für Einzelimmobilien vor Ort. Das ist die konkrete Frage an uns. Seid ihr nicht bereit, uns zu unterstützen beim Aufkauf? Können wir schlecht als Land, wir haben auch keine Hülle, aber darüber muss man mal nachdenken, ob es da eine Möglichkeit gibt, bestimmte Immobilien wieder zurückzukaufen, dann aber zum Verkehrswert, in die öffentliche Hand, sie zu sanieren und wieder an den Markt zu bringen. Aber es wird andere Immobilien geben bei uns, die kriegt man nicht mehr an den Markt, weil wir, wie gesagt, schrumpfende Marktregionen haben. Für die geht es dann um den Abriss und das heißt auch um Wertvernichtung. Das ist ein ungelöstes Problem, wie man das eigentlich machen soll. Gut ist es jedenfalls, wenn man kommunale Wohnungsunternehmen hat, die stark handeln können. Wenn man Landeswohnungsunternehmen hat, das stark handeln kann. Und dann kommt man auch an den Bereich energetische Sanierung ran. Das machen natürlich diese Wohnungsunternehmen zunächst mal nicht. Die Finanzinvestoren sind nicht Kooperationspartner bei energetischer Sanierung, weil sie, wie gesagt, eigentlich einen kurzfristigen Horizont haben und weil sie eben interessiert sind, nicht daran, 30 Jahre noch eine Immobilie und eine Maßnahme abzuschreiben, sondern daran, möglichst irgendwann wieder rauszugehen und eine kurzfristige Rendite zu erzielen. Auch das macht die ganze Frage energetischer Sanierung in der Kooperation nochmal wesentlich schwieriger. Soweit von meiner Seite. Ja, liebe Daniela, herzlichen Dank für deinen Bericht aus Nordrhein-Westfalen. Ich finde es wirklich ganz toll und auch erstmalig, dass er in so einer Enquete-Kommission ganz systematisch diese Problematik aufarbeitet. Ich wollte jetzt einfach die Gelegenheit geben, direkte fachliche Rückfragen zu stellen. Dann anschließend wollte ich natürlich die Gelegenheit geben, vielleicht eine Tasse Kaffee und ein Brötchen zu holen, wer möchte, und dann einfach eine inhaltliche Diskussion gemeinsam anzustoßen,
Wie geht es denn weiter? Zum einen vielleicht der Block, was passiert mal weiter mit der GBW, weil das das Naheliegendste ist. Das zweite wäre natürlich schon auch ein wichtiger Block für mich. Wie kann es gelingen, aus diesen großen Wohnungsbeständen letztendlich wieder vernünftige kleine zu machen? Gibt es Möglichkeiten? Müssen wir vielleicht auch als Land was tun, um hier letztendlich auch genossenschaftliche Strukturen es zu ermöglichen, aus diesen Beständen wieder herauszuwachsen? Gibt es direkte inhaltliche Nachfrage? Bitte schön. Ja, nein, ich möchte nur mal fragen, mein Name ist Daschen und bei uns ist ja in München genauso, dass die GBW, die Patrizia sowie die Ennington genauso ankauft, Entschuldigung, kaufen genauso auf wie München und alles, was aus der Bindung fällt, sind die Ersten. Die Stadt kann es natürlich nicht nehmen, weil ihnen dieses Geld, die überbieten natürlich die Stadt. Und das ist ein riesiger Wohnungsbestand, auch in Neuperlach draußen. Und in auch noch in andere Stadtteile, wo aufgekauft worden ist, die Patrizia und die Ennington. Ja. Dankeschön, aber da kommen wir dann vielleicht noch dazu weiter. Sie haben das jetzt schon sehr gut gemacht. Wir haben sehr viele Mietervereinigungen da, wenn Sie vielleicht auch immer, aber Sie haben es ja gemacht, wenn vielleicht auch andere diesem Beispiel gleich folgen. Bitte schön. Ich wollte nur mal anregen, könnte man in Bayern, also im Bayerischen Landtag, nicht auch so eine Enquete-Kommission machen. Also hier wäre ja auch genug Möglichkeiten, um das wirklich mal so richtig aufzuarbeiten, wie wir jetzt, wenn wir da in Westfalen gesehen haben. Genau. Ja, schon die erste Anregung. Genau. Ja. Dankeschön. Aber machen wir kurz eine Kaffeepause, also so 3 Minuten. Vielleicht nutzen wir einfach die Zeit, dass Sie uns Ihre Erfahrungen schildern oder eben auch Ihre Fragen und Beiträge. Und wenn Sie bitte vorher einfach auch sagen, von welcher Initiative Sie kommen zur besseren Vernetzung. Bitte schön, fangen Sie an. Und Sie drücken auf den Knopf, dann kriegen Sie das Mikrofon. Nein. Yes? Ja. Also Achim Letzko, Initiative Grüne im Nürnberger Stadtrat. Bin da unter anderem auch mit der Frage der GBW jetzt befasst gewesen. Und ich frage mal so, also die Diskussion bei uns in Nürnberg lief sehr stark unter der Überschrift, dass wir jetzt mal abwarten alle miteinander, bis der Almunia aus Brüssel uns einen Brief schreibt, in dem ja dann ganz bestimmte Vorgaben formuliert sein sollen oder sollten, was jetzt mit diesem gesamten Wohnungsbestand denn nach Meinung der EU zu passieren habe. Ausgangspunkt war da ja wohl, dass es möglichst werthaltig verkauft werden soll, weil ja der Gedanke war, da Geld zu generieren, um Landesbank und so weiter zu sanieren. Jetzt sage ich mal, wenn Söder sagt, ja, das schaffe ich lässig in Brüssel, diese Sozialcharta, je nachdem, wie man die jetzt dann interpretiert, durchzudrücken und dadurch eben Einverständnis zu erwirken, dass dann weniger Geld dabei rauskommt, dann ist das ja erst einmal positiv, würde ich sagen. Glauben wir ihm denn das? Aber das klingt ja sehr lässig. Oder ist es eine Nebelkerze, die jetzt erstmal dazu dient, möglichst alle ein bisschen ruhig zu stellen, um hinterher sagen zu können, ja, ich habe es probiert, aber leider nicht geklappt. Also wir machen die Antwort am besten in zwei Teilen. Das erste sage ich jetzt mal so, was ich Söder glaube und so weiter. Also wir haben die Situation, dass wir natürlich als Grüne sofort, als die Landesbank in Schwierigkeiten kam, zur GBW-Vorstand nach München gegangen sind und dort versucht haben, nachzubohren. Sie haben natürlich nicht gerne uns Auskunft gegeben, ist ja eine Kapitalgesellschaft, die nur zu 92% dem Land gehört, 8% Privatinvestoren. Wir haben natürlich
gefragt, was ist denn eigentlich der Verkehrswert und was ist der Ertragswert eines Unternehmens? Der Ertragswert, der bemisst sich einfach an den Mieteinnahmen minus dem, was Unterhalt zu zahlen ist. Und dann kann man natürlich gucken, was für welche Menge an Kapital hier die Zinsen bezahlt werden können. Und da hat der eigentlich uns damals gesagt, naja, so 0,8 Millionen. Ja, und genau. Auf die Nachfrage nochmal, wann würde sich denn eigentlich die Wirtschaftsweise, die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes ändern müssen, bei welchem Kaufpreis? Und da war so die Andeutung, er hat sich natürlich ein bisschen durch die Blume ausgedrückt, dass es über eine Milliarde natürlich so ist, dass die dann anders wirtschaften müssen, dass sie dann eben nicht mehr so wie jetzt einigermaßen langfristig, kontinuierlich und so weiter arbeiten können. Ich meine, es ist natürlich locker möglich aus der GWG 1,5 Milliarden, das ist die Zahl, die der Söder im Kopf hat, rauszukriegen. Man kann ja einfach einen bestimmten Teil des Immobilienbestandes möglichst den in günstigen Lagen veräußern und da also praktisch eine halbe Milliarde machen oder eine Dreiviertel und den Rest dann so praktisch als Wohnungsunternehmen weiterzuführen, was auch immer. Aber wenn man alles so lässt wie jetzt, dann kann man nicht 1,5 Milliarden verlangen. Das ist der Punkt. Und da nützen auch keine Sozialkriterien, weil die Sozialkriterien auch zum Teil ausgehebelt werden können. Wir haben uns Ihnen hier in die Mappe mit eingelegt, ein Papier vom Mieterverein in NRW. Das ist da nach meinem PowerPoint-Vortrag vom Mieterbund in NRW, wie praktisch doch die Versprechungen, die in der Sozialcharta stehen, in der Wirklichkeit sich anders darstellen. Aber dazu möchtest du wahrscheinlich noch was sagen. Bitte schön. Ja, ich kann das sozusagen einfach nochmal wiederholen. Es ist in der Tat so, dass es einen Widerspruch gibt zwischen maximalem Verwertungsinteresse und einer dem Anspruch, ein gut geführtes Wohnungsunternehmen zu haben, mit einer hohen sozialen Verantwortung. Beides wird nicht zusammengehen. Die erste Frage ist ja, kann eine Sozialcharta überhaupt so eine Bindewirkung entfalten? Also erstens will man eine, zweitens kann sie so eine Bindewirkung entfalten und dann taucht eben auch in der Sozialcharta implizit das Problem auf, je stärker die Bindewirkung der Sozialcharta, desto geringer der Preis. Übrigens Verkehrswert, Ertragswert. Beim Ertragswert ist ja ganz entscheidend, wie hoch der Ertragswert angesetzt wird. Also ist es das 12-fache oder ist es das 16-fache, was dann häufig auch gehandelt wurde am Markt. Dazwischen klafft schon mal wahrscheinlich ein ziemlicher Unterschied. Ja, also die spannende Frage ist die Bindewirkung der Sozialcharta und was da wirklich drinsteht, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden es Ihnen sagen, wollen wir genaueres wissen. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen, bitte, und dann hier. Okay, warte mal. Jawohl, jetzt. Ja, mein Name ist Maximilian Heißler, ich bin von der Aktionsgruppe Untergiesing und bin selber auch Mieter bei der GBW und möchte kurz auf die eben auch angesprochene Sozialkarte eingehen. Die Sozialkarte, die auch Herr Söder benannt hat, ist nämlich, wenn man das entziffert, sind es die sozialen Leitlinien, die die GBW in ihrer Unternehmensführung mit verankert hat. Da hat sich Herr Söder auch dazu geäußert, dass es quasi nur um diese sozialen Leitlinien geht. Die sozialen Leitlinien fassen sich zusammen aus folgenden Punkten. Also es ist eine achtseitige PDF, die man unter der Internetadresse gbw.de auch nachschauen kann. Und zwar gibt es im Endeffekt vier Punkte, die dort quasi als Unternehmenskultur oder Motto angebracht werden. Und zwar ist es einmal die Mieterhöhung oder dass Mieterhöhungen nur im rechtlich möglichen Rahmen stattfinden. Dazu möchte ich kommentieren, dass Mieterhöhungen, die außerhalb des rechtlichen Rahmens stattfinden, kaum durchgebracht werden können. Der zweite Punkt ist, dass keine Umwandlung in Eigentumswohnungen stattfinden soll. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass sich dieser Mietbestand, der der GBW gehört, nach den aktuellen Gesetzen sehr schwer nur in Eigentumswohnungen umwandeln lässt. Ein weiterer Punkt ist die Luxussanierung. Da hören wir dann auch wieder die soziale Bindung, die noch bei einem geringen Teil der Wohnungen der GBW besteht. Und auch hier gibt es einschränkende
gesetzliche Vorgaben, die Luxussanierungen überhaupt zulässig machen. Punkt Nummer 4 ist der besondere Mieterschutz der besondere Kündigungsschutz für Mieter über 60 oder Behinderte. Und wer sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, wann Kündigungen für Wohnungen in Kraft treten können, bei denen dann vielleicht auch über 60-Jährige oder Behinderte berücksichtigt werden können, weiß, dass das in vielen Fällen auch schwer durchzubringen ist, weil es dann in solchen Fällen vielleicht dann sogar um Abbruch geht und da bleibt den über 60-Jährigen und Behinderten auch kaum eine Möglichkeit, in einem Haus drin zu bleiben. Herr Söder bedient sich da einer sogenannten Sozialkarte, die eben nur die soziale Leitlinie der GBW ist. Und vielleicht ist der Begriff Nebellicht oder Nebelkerze gar nicht so schlecht, weil diese eben schon bestehen. Und wie ich gerade eben angeführt habe, vor allem der Punkt Mieterhöhungen nur im rechtlich möglichen Rahmen. Es ist eben nicht möglich, das außerhalb des rechtlich möglichen Rahmen das Ganze zu bewerkstelligen. Deswegen, man hat sich hier aus meiner persönlichen Ansicht hier bedient sich hier einem Instrument, was schon quasi besteht. Und diese sozialen Leitlinien sind in dem Fall leider nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in dieser Niederschrift hier abgedruckt haben. Wäre vielleicht ganz wünschenswert. Ich möchte aber auch noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar, wir haben ja jetzt gerade einen Vortrag gehört, wo es um Wohnungsverkauf geht. Und hier möchte ich betonen, dass es bei dem Verkauf der Aktienanteile der Bayerischen Landesbank an der GBW, 92%, dass es hier nicht um einen Wohnungsverkauf im Einzelnen geht oder um einen Wohnblockverkauf, sondern hier werden lediglich, aber immerhin Aktienanteile verkauft. Das heißt, hier ist vor allem interessant, wer der neue Aktienhalter dann wird, weil er eben ein Mitbestimmungsrecht in der ganzen Firmenstruktur hat. Also es geht hier noch nicht um Wohnungsverkauf oder um Wohnblockverkauf oder wie auch immer. Ich möchte dem Ganzen auch nochmal eine Zahl geben. Also die GBW besteht aus 54.600.000 Aktien. 92% davon sind knapp über 50 Millionen Aktien. Dabei gibt es eine Dividendenausschüttung in dem Jahr 2010 und 2009 von 7 Cent pro Aktie. Das heißt, wer sich den Aktienanteil von 92% zum Eigen machen kann, kann über 3,5 Millionen Dividende erwarten, wenn die Firma weiterhin oder wenn die GBW-Gruppe weiterhin so positiv wächst, wie sie es bisher tut. Und was noch wichtig ist, dass es bei diesem Aktienanteil von 92% eben, weil er der Landesbank gehört, um sogenannte nicht gelistete Aktien handelt. Das heißt, es ist nicht möglich, dass sich einzelne Personen oder ich sag mal der Autonormalverbraucher oder ich mich jetzt da ins Geschäft mit einmische und sage, ach, ich habe ein bisschen was gespart, ich möchte auch 10 Aktien davon haben von dem Paket und bin dann neuer Beteiligter bei der GBW, sondern die können nur im Ganzen verkauft werden. Ja. In dem Fall vielleicht sogar ganz gut, kann aber auch, eben wenn es ein privater Investor wird, relativ schlecht ausgehen. Genau. Wo auch wenig Gewicht ein bisschen gelegt wird, ist der Aktienkurs, den die GBW momentan fährt, weil der neben Ertragswert und Verkehrswert den Hauptbestandteil der Verkaufssumme ausmacht und ausmachen wird. Wer den Aktienkurs verfolgt hat über die letzten 4 Jahre, hat gesehen, dass die GBW sich immens gesteigert hat. Von ursprünglich 12 Euro auf jetzt knapp 17 Euro. Mag jetzt ein bisschen wenig erscheinen, aber für den Umfang, in dem die GBW investiert und baut oder auch veräußert, ist es ein relativ starker Zuwachs. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ich wollte nur nochmal, glaube ich, Missverständnis aufklären. Also die Wohnungsverkäufe an privaten Finanzinvestoren sind immer Verkäufe von Unternehmensanteilen, also entweder 100% Aufkäufe oder 50 plus Aufkäufe gewesen. Der Weiterverkauf einzelner Wohnimmobilien ist nur eine Strategie der Finanzinvestoren, um sozusagen ihr Portfolio wieder zu veräußern und möglichst diesen Exit, diese Ausgang, diese Tür zu finden. Ja, also das ist nicht... Da sind nie Wohnungen, Straßenzüge einzeln verkauft worden, sondern ganze Unternehmen. Und insofern ist das natürlich schon vergleichbar. Auch bei der LEG ist ein ganzes Unternehmen verkauft worden. Und die fangen dann an, Teile zu filetieren. Und zwar möglichst immer die Bestandteile zu verkaufen, die sich am Markt eben veräußern lassen. Ich will sagen, am Ende bleibt dann nur noch der schwierige Wohnungsbestand übrig. Und die Frage wird am Ende schon sein,
also wie sind die Anteile verteilt in einer neuen Gesellschaft, die dann verkauft worden ist? Also gibt es eine Mehrheitsbeteiligung eines Finanzinvestors oder gibt es eine strategische Minderheitsbeteiligung über 25%? Auch das ist natürlich eine Frage, da ergeben sich jeweils Abschichtungen für die Geschäftspolitik. Die entscheidende Frage ist immer, wie viel Einfluss haben die Finanzinvestoren am Ende auf die Geschäftspolitik? Danke. Dann bitte Sie und dann drücken. Jawohl. Jetzt. Mein Name ist Nilius Bonkowski. Ich bin von der Mietergemeinschaft Karl-Marx-Ring 28 bis 42. Wir sind 139 Wohneinheiten und das Ganze ist in Neuperlach. Ich habe einmal eine Frage, das ist aber nur ganz kurz, weil vorhin von Nürnberg die Rede war. Sind eigentlich die Wohnungen in Nürnberg genauso teuer wie die hier in München? Weil es doch ein, ja? Nein, eben nicht. Von der GBW meine ich. Weil es doch ein ganz. Es wäre ja doch eigentlich sinnvoll, wenn unsere niedriger wären, weil wir ein hohes München, ein hohes Verbraucherquote ist. Gut, das also nur nebenbei. Dann, wir sind 2008 aus der Sozialbindung gefallen. Die erste Tat war sofort, um 20% die Mieten zu erhöhen. Und dann kam 2011 nochmal, weil alle drei Jahre darf man, und das hat uns auch die GBW klar gesagt, sie sehen zwar, dass das für manche Mieter ein bisschen schwierig sein wird und so, aber sie haben nun mal das Recht dazu und dann machen sie es auch. Das heißt, die nächste Erhöhung bei uns würde anstehen im 2014. Und da ist wirklich nochmal 20%ige Erhöhung. Und da muss ich sagen, also ich persönlich jetzt könnte nicht mehr mithalten. Da müsste ich ausziehen. Wir haben auch vor 14 Tagen ist auch erschienen im Fernsehen ein Bericht über unsere Wohnanlage hier. Und zwar nur 3 Minuten, aber ich glaube, ich habe doch das Wesentlichste sagen können, nämlich, weil man mich gefragt hat, was ich mir persönlich wünsche. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne selber entscheiden dürfen, ob ich ausziehe oder nicht. Und nicht gezwungen werden. Und das ist ja, wie gesagt, der Fall. Dann, die GBW macht folgendermaßen, wenn es ist eine starke Fluktualisierung. Und wir haben sehr viele alte Leute in unseren Wohneinheiten. Und wenn die sterben, dann kommen natürlich neue Leute rein und dann wird sofort hergerichtet. Aber hergerichtet, das ist natürlich keine Luxussanierung, aber zumindest Laminat wird reingelegt. Wir hatten noch PVC, als ich eingezogen bin und so weiter. Und sofort erhöht, und zwar um wirklich immer 200 Euro monatlich mehr. Und sie werden sofort auch in die Erhöhung, in die Mieterhöhung, die normale dreijährige Mieterhöhung auch gleich mit ein, egal wann sie eingezogen sind und ob sie mehr macht. So kommt es, dass wir untereinander, also im selben Haus,
Wohnungen haben, die ganz unterschiedlich kosten natürlich. Und so kann man natürlich auch, sagen wir mal, die Sozialcharta oder umgehen. Und das ist das eine. Und Sozialcharta das andere. Da bin ich genauso. Wir sind schon seit 2008 da dran, die Leute sagen, dass wir einen Mieterschutz brauchen. Und zwar eben ganz genau aufgeschlüsselt, was wir also an sozialen Sachen haben möchten. Nicht so, wie es da vorne passiert ist, dass es eben eh eigentlich ist. Und sie können gar nicht anders und das dann als Sozialkarte verkaufen, als besonders toll, wir sind ja eh so sozial. Und dann würde mich auch noch interessieren, dass es heißt, sozial verträgliche Mieten immer. Aber es wird nirgendwo gesagt, was ist denn eine sozial verträgliche Miete? Wann ist sie? Bei welchem Quadratmeterpreis oder so ist sie für wen auch natürlich, das kommt ja auch noch dazu, verträglich. Und ich habe auch sehr viele Dinge, die vorhin angesprochen wurden im Vortrag, die sind bei uns genauso. Wir haben dieses, was weiß ich, wenn man anfängt von dem Vermüllungsproblem über Verwahrlosung und so weiter, Hausmeister-Sachen und so weiter, die sind, wir können also praktisch mit sehenden Auges das, was hier vorgetragen worden ist, mitverfolgen. Und und man hätte bereits 2008 unabhängig von den EU-Forderungen einen Mieterschutz fordern können, das wurde ja gemacht, aber dass es wirklich festgeschrieben wird und zwar nicht nur in so Blabla, sondern eben festgeschrieben in vielleicht sogenannten Zusatzverträgen, dass das Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und nicht, so wie die GBW auch gemacht hat, allen Mietern bei uns hat sie ein, als das jetzt in der Presse erschienen ist, immer haben wir so ein Trostbrieflein bekommen, dass, wir brauchen keine Angst zu haben, es ist ja alles, wird nicht verkauft und es ist alles ganz toll und sozialverträglich und der Hinweis eben auf die Sozialkarte. Und ich habe tatsächlich viele Bewohner bei uns, haben gesagt, ja, da brauchen wir ja nichts machen, ist ja eh alles wunderbar, die hat ja uns ja gesagt, es geht in Ordnung, wir brauchen keine Angst zu haben. Und das stimmt eben nicht. Ja, vielen Dank für diese Schilderung. Ich möchte dazu zwei Sachen kurz sagen. Das eine ist, dass uns natürlich auch schon klar war, dass die Sozialkarte nicht viel nützt. Und wir haben eine ganze Reihe von Anträgen auch eingebracht zu dem Thema Mieterschutz der GBW-Wohnung. Und wir haben auch gefordert, dass man ergänzend zu den bestehenden Mietverträgen einfach direkt mit den Mieterinnen und Mietern diese erhöhten Schutzstandards festschreibt. Aber diese Anträge sind eigentlich samt und sonders alle bisher abgelehnt worden, leider. Aber also das zum einen und dann zum anderen zum Mietrecht. Da haben wir schon auch gesehen, dass es natürlich in München völlig unbezahlbar ist, bei den relativ hohen Mieten da alle 3 Jahre 20% mehr abverlangt zu bekommen. Woanders würde das den Hausbesitzern überhaupt nicht einfallen, weil sie ja dann ihre Miete verlieren, weil die woanders hinziehen. Sie können es sich bloß in München leisten und wir brauchen schon so etwas wie einen stärkeren Mieterschutz in diesen Ballungsregionen. Und auch das ist etwas, wo man auf Bundesebene bei der BAG Planen, Bauen, Wohnen nachdenken und wo man eigentlich ganz gute Eckpunkte auch haben für ein neues Mietrecht. Ich möchte jetzt übergehen hier zum Mächtig Schöster aus Aschaffenburg. Dankeschön. Ja, danke. Ich komme aus Aschaffenburg, bin dort Stadträtin der Grünen und das ist ein Thema, was
mit dem ich auch betraut bin, und ich bin auch, bis ich verrentet wurde, in der kommunalen Stadtbau tätig gewesen, also eine GmbH. Ich wollte nur noch mal vorweg schicken, dass ich persönlich also eine mögliche Übernahme durch intakte und solvente Wohnungsbaugesellschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, als einen sehr sinnvollen Weg halte. Wenn es die denn vor Ort gibt, sollte man das immer anstreben. Ich sehe vor allen Dingen auch, dass eine Vereinzelung, es ist wichtig, Mieterinitiativen zu gründen, finde ich ganz wichtig. Nur, wir haben ja auch aus den Ausführungen von Daniela Schneckenburger gehört, dass das ja unter Umständen schwierig ist, weil es ist letztendlich, Weiterverkäufe sind möglich, und insofern geht das dann letztendlich doch wieder am Mieter vorbei, ja, an den betroffenen Mietern, das muss man sehen. Ich halte, und das wollte ich jetzt nochmal konkret an die Frage stellen, diesen Vorschlag, den der Oberbürgermeister Rude auch gemacht hat, dieses Konsortium so etwas zu gründen, was letztendlich ja aus dem Städtetag hervorgegangen ist und wo kommunale Wohnungsbaugesellschaften auch beteiligt sind und das mit unterstützen. Wenn das möglich wäre oder wenn das eine Zielführung hätte, dann sehe ich das. Aber ich habe eine Kernfrage dazu auch, inwieweit, und das ist das, was ja immer wieder um die Ohren aufgeschlagen wird, inwieweit das EU-Recht dem entgegensteht, ja? Inwieweit überhaupt gesetzliche Grundlagen sind überhaupt vorhanden für eine Sozialcharta über das bestehende Mietrecht hinaus. Ja? Man muss ja immer, es wird ja oft dann dadurch gekippt, dass das auch wieder dann damit in Frage gestellt wird. Dann inwieweit oder kann man das überhaupt verhindern, dass jetzt ein Preisniveau festgeschrieben wird, dass keine Mieterhöhungen mehr stattfinden könnten? Also es sind alles rechtliche Fragen, mietrechtliche Fragen. Und insofern, also es hört sich vielleicht ein bisschen hart an, wenn wir ins Detail zu gehen, müssen wir uns immer klar machen, haben wir mit diesen Detailfragen überhaupt im Kern eine Chance, weil das Recht, bestehendes Recht uns möglicherweise entgegensteht. Und diese vollmundigen Erklärungen von dem Herrn Söder, die kann er natürlich abgeben, weil er möglicherweise genau in dem Wissen ist, er kann sich dann hinterher, ja, ich kann mich auch nicht über bestehendes Recht hinwegsetzen. Also das sind für mich alles Fragen, die halt auch vom Grundsatz her zu klären sind. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl inzwischen, dass wir hier in einer Situation sind, in der wir auf legalem oder Wege kaum ein Fortkommen haben, sondern es ist wirklich Initiative zu ergreifen und Bürgerwiderstand zu leisten und nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wirklich aktiv zu werden. Weil wenn das nur so untereinander bleibt, nenne ich das mal, dann kann man möglicherweise die Initiativen, die politischen, die sicher vorhanden sind, nicht ausreichend stützen. Und da wollte ich jetzt einfach noch einmal die Frage geklärt haben, rechtliche Fragen, mietrechtliche Fragen, inwieweit die überhaupt gegenwärtig einen Schutz überhaupt bieten über den Verkauf, und wie sieht es aus mit so einem Konsortium und wie kann man verhindern, wie könnte man die Landesbank daran überhaupt hindern, dass sie über die GBW, was sie ja tut offensichtlich, Mietpreiserhöhungen macht, damit den Ertragswert wieder erhöht und dann damit auch das ganze Objekt, die Preistreiberei in die Höhe bringt, dass letztendlich die Kommunen das gar nicht mehr oder die kommunalen Wohnungsbaugesellschaft gar nicht mehr erwerben könnten. Also ich möchte mal kurz was sagen zu dem EU-Verfahren. Also sowohl der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags als auch der Europaausschuss, wo ich auch mit dabei war, waren im Mitte November in Brüssel und haben auch mit verschiedenen Vertretern
diese Frage erörtert und es scheint schon so zu sein, dass es durchaus möglich ist, jetzt diese Wohnungen nicht auf dem Markt an den Höchstbietenden zu verkaufen, sondern eben einen vernünftigen Verkauf in die Wege zu leiten. Je länger natürlich man damit zögert und das Verfahren in die Länge schiebt, kann es natürlich sein, dass immer mehr Leute auf die Idee kommen, dass das Ganze vielleicht suboptimal ist im Sinne des Wettbewerbsrechts. Und es gibt ja auch mächtige Lobbygruppen der Finanzinvestoren. Es ist aber so, dass uns deutlich bestätigt worden ist, dass es natürlich möglich ist, also praktisch den Verkauf zu einem vernünftigen Preis an einen bestimmten, an bestimmte Träger zu geben und eben ihn nicht auf dem Markt breit auszuschreiben. Also diese Zusage haben wir so bekommen. Jetzt ist es natürlich so, dass natürlich trotzdem der Kaufpreis ein Politikum ist. Das ist das eine und das hat man natürlich schnell ausgerechnet, dass der derzeitige Kaufpreis so ausschaut, dass es im Prinzip 50.000 Euro pro Wohnung ist. Und das ist natürlich für eine Wohnung in München geschenkt, na, das ist richtig. Aber es sind da andere Wohnungsbestände da und sie sind sehr heterogen. Und zum Teil sind es natürlich auch Wohnungen mit einem großen Sanierungsbedarf. Das kann natürlich dann schon zu Schwierigkeiten führen. Zu dem Thema, der Söder vergibt die, verkauft die Wohnungen und schreibt da ein paar Sozialkriterien drauf, welchen Nutzen das hat und wie weit man da gehen kann in den Forderungen, da übergebe ich dann Daniela Schneckenburger. Ich würde gerne noch eine Vorbemerkung machen, in der Hoffnung, dass es mir erlaubt ist, die Einmischung in bayerische Angelegenheiten. Aber ich meine, der Ausgangspunkt dieser Misere ist eine Landesbank, die miese Geschäfte gemacht hat und offensichtlich eine Finanzpolitik der CSU, die dazu führt, dass wirklich öffentlicher Wohlstand verzehrt wird. Eine Landeswohnungsgesellschaft ist öffentlicher Wohlstand, notwendiger Wohlstand, Daseinsvorsorge und diese Regierung war jedenfalls nicht in der Lage, Bayern ordentlich und im geordneten Verfahren wohnungspolitisch ins 21. Jahrhundert zu bringen. Das bin ich jetzt erstmal im Hintergrund dieser Geschichte, weil die Diskussionen sitzen ja immer schon an der Frage an, was passiert jetzt beim Verkauf? Stimmt ja auch alles, ist ja auch alles richtig, muss man drüber nachdenken. Aber es brennt einem irgendwie so auf der Seele, wenn man sich das anhört. Hypoalpe Adria. Okay, also Finanzjongleure auch in Bayern. Also, yes. Jetzt ist die Frage Sozialcharta. Was kann man tun, was kann man nicht tun? Ich kann nicht. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu beurteilen, da müsste man nochmal genauer nachgucken, Christina hat das ja auch gesagt oder berichtet aus der Fahrt nach Brüssel, inwieweit es möglich ist, in ein Bieterverfahren zu gehen, das sozusagen schon gesteuert ist. Ich glaube, dass man da ein Problem hat, weil ein Bieterverfahren diskriminierungsfrei sein muss. Und dann ist die Frage, kann ein kommunales Konsortium in derselben Höhe bieten wie ein Finanzinvestor? Es ist eine Möglichkeit eröffnet worden, im Prinzip diesen Wohnungsbestand an die Kommunen zu übertragen und eben nicht in ein Bieterverfahren gehen zu müssen. Okay, gut. Das wäre der bessere Weg. Ne? Nur nochmal auf die Frage Sozial. Und ich würde auch davon ausgehen, dass kommunale Wohnungsunternehmen, die ja selber gebunden sind auch im bestimmten Unternehmenskodex, dann Bestandshalter sind, für die man eine Sozialcharta im engeren Sinne nicht braucht. Genau. Die Sozialcharta ist vereinbart worden, vertraglich vereinbart worden in Nordrhein-Westfalen und hat insofern die Qualität einer vertraglichen und rechtsgültigen Vereinbarung. Das kann man natürlich machen, wenn man einen Wohnungsbestand verkauft. Die weicht mir überhaupt nicht ab, die nordrhein-westfälische Sozialcharta von anderen Sozialkarten, die in der Bundesrepublik vereinbart worden sind. Und das hat ja der Kollege vorhin auch gesagt, in Bezug auf die Landeswohnungsgesellschaft in Bayern, wenn die Unternehmensphilosophie und die Sozialcharta sozusagen sowieso schon 1:1 sind, dann kann man auch feststellen, geht nicht darüber hinaus. Das ist das Problem. Alles, was darüber hinausgeht und was man einem Unternehmen noch auflegt als Ertragsminderung,
wird sich selbstverständlich auf den Verkaufspreis auswirken. Das ist ja irgendwie klar. Ja, da macht man ein Geschäft, bei dem die Rahmenbedingungen schon im Vertrag normiert sind, was den künftigen Ertrag anbelangt, heißt auch, ich zahle einen geringeren Preis. Deswegen ist das immer die Quadratur des Kreises. Möglichst viel Geld, möglichst viel Schutz der Mieter und Mieterinnen, das wird schwierig zusammenzukriegen sein. Danke. Jetzt habe ich hier noch eine Wortmeldung, dann Sie. Okay. Ich habe Elmar Hein vom Kreisverband Nürnberg. Ich bin dort im Vorstand tätig. Ich habe eine Frage einmal an Christel, an dich. Die EU-Kommission, kann man das jetzt auch dahingehend verstehen, dass die GBW an den Freistaat Bayern übertragen werden könnte? Ist das eine Möglichkeit? Das ist eine Frage. Und dann habe ich noch an den Herrn Steckenburger eine Frage. Die LEG ist ja damals von der CDU-FDP verkauft worden, um den Haushalt zu sanieren. Also eigentlich mehr oder weniger redliche Gründe. Würdest du jetzt sagen, dass der Verkauf ein Fehler war und lieber wieder eine LEG im Besitz des Landes NRW haben wollen? Okay, die erste Frage. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden, warum es nicht möglich ist, die GBW-Anteile an den Freistaat zu übertragen. Der Herr Söder sagt, es wäre rechtlich nicht möglich, aber ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich habe es bis jetzt noch nicht kapiert und ich versuche es zu verstehen und diese Argumentationen nachzuvollziehen. Vielleicht wäre ich dann noch klüger. Und dann die Frage, bitte aus. Also zunächst muss man mal festhalten, es waren, wenn man so will, niedere Motive, die die Landesregierung zum Verkauf gebracht haben. Wenn der Haushalt damit saniert worden wäre, würde man ja vielleicht auch nochmal anders drüber denken und sagen, war ein zweischneidiges Schwert. Er ist aber nicht saniert worden. Und eine Übertragung an die Kommunen oder ein Verkauf an die Kommunen wäre eben möglich gewesen. So, dass man, wenn man drauf guckt und sagt, das hätte zwar Mindereinnahmen für den Landeshaushalt gegeben, aber man hätte dann einen Wohnungsbestand, der sicher in kommunaler Hand ist. Ich auf jeden Fall sagen würde, das wäre die bessere Lösung. Jetzt ist die umgekehrte Frage, kann man die irgendwie zurückkaufen? Das Rad zurückzudrehen ist haushaltspolitisch in Nordrhein-Westfalen wegen der Bedingungen, unter denen wir auch sind. Minderheitsregierung, Schwierigkeiten mit dem Haushalt, absolut problematisch. Es wäre aber gut, man hätte im Hinblick auf die Finanzinvestoren ein Handlungsinstrument des Landes, wo man sagen konnte, okay, an bestimmten Situationen kauft das Land auch auf, entwickelt, verkauft am Ende vielleicht auch wieder an kommunales Wohnungsunternehmen, wie auch immer, ist jedenfalls handlungsfähig. Dann nur ganz kurz nachgehakt. Auch eine Landesregierung wird sich der gleichen Diskussion stellen müssen, wenn es um Mieterhöhung, Instandhaltung und Modernisierung geht. Ja. Auch eine Landesregierung kann sich nicht davon freihalten, im Rahmen der Möglichkeiten Mieterhöhungen auszuschöpfen, um Geld zu haben, um Instandhaltung durchführen zu können, um energetische Sanierung durchführen zu können. Ist das durchdiskutiert worden? Hat man das im Blick? Oder wie? Was für eine Lösung hätten wir da? Naja, ist ja zunächst mal korrekt und richtig, weil auch bei der LEG vorher, also die in Landeshand war, auch da gab es Privatisierung in kleinem Umfang, um Cashflow zu generieren, um zu sanieren, also schlicht um die Liquidität des Unternehmens zu erhöhen, aber in kleinem Umfang, ne? Und auch nach bestimmten Kriterien. Der Unterschied zwischen einem Finanzinvestor und einem kommunalen oder ich sag mal öffentlichen Wohnungsunternehmen, egal ob Land oder Kommune, der liegt in der Rendite. Das ist doch der Punkt. Also wenn du 3-5% Rendite erwirtschaftest, dann reicht das, um kommunales Unternehmen seriös zu führen. Und wenn du dann noch, wie ihr ja auch, im Land zinsgünstige Darlehen hast, um energetische Modernisierung zu machen, dann kriegt man das hin, wie unser Dortmunder Wohnungsunternehmen zeigt. Ein solides Unternehmen, keine roten Zahlen, nichts, solider Gebäudebestand, energetisch gerade im großen Stil durchsaniert, mithilfe der Landesmittel, der zinsgünstigen Darlehen und mit ihrer Geschäftspolitik. Aber du kannst eben nicht noch Anteilseigner befriedigen, die 10-15% Rendite erwarten. Das geht nicht. Also man kann sich ja die Geschäftsführung, die Geschäftsberichte der bayerischen Wohnungsunternehmen anschauen. Und wenn man da auf die Renditezahlen guckt, von den ganz langfristigen
arbeitenden kommunalen Wohnungsunternehmen in Bayern, dann hat man da wirklich sehr, sehr bescheidene Renditen. Da würde kein anderer würde da überhaupt den Arm hochheben. Ja, ist auch okay. Aber es passt eben nicht zusammen. Ne? Jetzt hatte ich da ein paar Wortmeldungen. Bitte schön, Sie in dem Blau und dann Sie. Genau. Ja, und dann Sie. Bitte. Bitte schön. Drücken Sie einfach auf das Knöpfchen. Achso, ich bin schon dran. Ja. Das ist doch wunderbar. Also mein Name ist Werner Schäfer, ich komme aus Nürnberg und unterstütze die Mieterinitiative in Nürnberg-Laufernholz. Also als erstes Mal muss ich mal feststellen, 44% Mieterhöhung innerhalb von 4 Jahren, wir in Nürnberg sind nämlich genauso gut dran, das ist schon ein Hammer. Und es geschieht mit Rückendeckung, sage ich mal so einfach, der Landesregierung. Weil die Landesregierung im Verwaltungsrat vertreten ist und die Geschäftspolitik der GBW ist durch die Landesbank gedeckt. So sehe ich das ganz einfach. Das ist ein politisches Problem. Zur Sozialcharta. Wer schützt eigentlich die Mieter nicht nur in der Zukunft vor diesen Mieterhöhungen oder vor dem Wohnungsbauunternehmen, sondern wer schützt die Mieter jetzt? Die Mieter brauchen doch jetzt Hilfe und nicht erst dann in 5, 6, 7, 8 Jahren oder vielleicht in 3 Jahren, wenn die Wohnungen von irgendeinem Privatinvestor zum Verkauf angeboten werden, sondern die brauchen jetzt die Unterstützung gegen die Mieterhöhungen. Und es kann doch nicht sein, dass eine solche unsoziale Politik von einer Landesregierung ganz einfach gedeckt wird. Das kann es doch nicht mehr sein. Wobei ich dann festgestellt habe, dass die Mieterhöhungen in Nürnberg, und das wird anderswo auch nicht sein, mietrechtlich abgedeckt ist, durch die 20%, logisch. Und es ist noch mietrechtlich abgedeckt durch den qualifizierten Mietenspiegel, weil sie noch unterhalb des Drittels liegen. Ihr liegt mit eurem Mietenspiegel weit über dem, was Nürnberg zu bieten hat. Aber da achten die schon drauf, dass sie in dem gesetzlichen Rahmen sind, weil sie ansonsten Schwierigkeiten kriegen. Das Problem liegt auf der anderen Ebene. Wir haben mittlerweile die Mieten so hoch, obwohl sie in diesem Rahmen sind, dass sie die Ärmsten der Bevölkerung, nämlich diejenigen, die im Hartz-IV-Bezug sind und diejenigen, die in Grundsicherung für das Alter sind, gar nicht bezahlen können, weil die neuen Mieten über der Grundsicherung bzw. über dem Hartz-IV-Satz liegen. Und die haben bereits Schreiben bekommen von der Stadt Nürnberg und vom Jobcenter, dass die Miete nur bis zum Juni 2012 übernommen wird in voller Höhe. Danach fallen die unter dem garantierten menschenwürdigen Existenzminimum. Menschenwürdigen Existenzminimum. Das müssen sie nämlich daraus bestreiten. Und ich finde das einen tollen Ansatz, den Sie da gesagt haben mit der Stadt Dortmund, die da über das Jobcenter was probiert und über die Kosten, über die KDU, finde ich das eine tolle Geschichte. Ich habe die Protagonisten in Nürnberg angeschrieben, das heißt den Sozialreferenten, den Leiter des Jobcenters habe ich angeschrieben und da habe sie darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, die sollen hier ernsthaft prüfen, ob es nicht eine gesetzliche Möglichkeit gibt, gegen diese Mieterhöhung vorzugehen. Also von daher gesehen. Und wir, ich sage mal so, wenn es heißt, hier rechtliche Möglichkeiten, also wenn es die rechtliche Möglichkeit gibt, eine marode Abzockerbank finanziell aus Steuermitteln zu unterstützen, dann wird der Herr Söder, denke ich mir mal, auch eine gesetzliche Möglichkeit finden für Mieterschutz. Und zwar ab jetzt und nicht erst in der Zukunft. Danke. Dankeschön. Also ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht gefragt, was dazuzufügen, sondern eigentlich nur die Dinge auch an die Kommunalpolitiker in den verschiedenen Städten auch weiterzugeben. Bitteschön. Ja, mein Name ist Andrea von Rohlmann. Hammer, passt schon. Jetzt. Mein Name ist Andrea von Rohlmann von der Initiative Bezahlbares Wohnen. Das ist eine Mieterinitiative hier in München, die sich mit anderen Initiativen schon vernetzt hat. Wir sind jetzt eine Gruppe von 20 Initiativen, die also vorwiegend Mieterinitiativen sind, aber auch andere Gartenstadtinitiativen, weil es hier auch um
gleiche Probleme geht wie Denkmalschutz, Willkürentscheidung und so weiter und so fort. Das ist nur vorausgeschickt. Also ein Hauptpunkt, den ich anbringen wollte, hat Herr Schäfer schon vorweggenommen, und zwar ist es diese gesetzliche Möglichkeit, diese Pervertierung des Mietgesetzes, die also umgewandelt wird, wie Frau Nilius auch schon gesagt hat, Frau Nilius hat sich auch schon uns angeschlossen, wird auch zu uns, dass es gesetzlich möglich ist, dass Mieten in Wohnungen, wo gar nichts gemacht wird, eure sind jetzt 40 Jahre alt, die Wohnungen, kann man sich vorstellen, wie die ausschauen, Anfang der 70er Jahre gebaut, wird einfach mal mir nichts, dir nichts um 20% erhöht, 2011 wieder. Und was das, diese Mieterhöhung, das kann sich ja ein normaler Mensch ja überhaupt nicht leisten. Und was, wo es uns vor allen Dingen auch immer wieder geht, ist diese Verniedlichung der Politiker, also vieler Politiker, ich will jetzt wirklich nicht alles sagen, Sie wissen, wen ich meine, dass wenn da Leute sich die Wohnung nicht mehr leisten können, aus einer Wohnung vertrieben zu werden, und wie die Frau Hilles richtig gesagt hat, ich will entscheiden wollen, ob ich aus der Wohnung ausziehe oder nicht, dieses aus dem sozialen Umfeld rausgerissen werden müssen, wo man jahrzehntelang gewohnt hat, vielleicht sogar sein ganzes Leben lang, und sich sein Leben lang sein soziales Umfeld aufgebaut hat, das soziale Netz, das einem Sicherheit, Geborgenheit verschafft, das soll man verlassen müssen, und vor allen Dingen speziell hier in München, wenn es dann heißt, der zieht es doch aus, das ist ja bei allen Initiativen, die sich für uns angeschlossen, immer dasselbe Problem. Wo zieht man dann hin in München? Es ist definitiv, wenn ich es in München sogar schaffe, eine Wohnung zu finden, eine andere, steige ich ja von vornherein schon mal einen ganz hohen Mietsatz ein, und die Wohnung ist dann mit Sicherheit um die Hälfte wahrscheinlich kleiner. Ich wohne ganz woanders und so weiter und so fort. Also das ist ja unbestritten. Worum es mir geht, ist, wir wollen ja dafür kämpfen, dass diese gesetzliche Möglichkeit, die bundesweit gibt, der 20-prozentigen Mieterhöhung, dass das regionalisiert wird. Es kann auch nicht sein, dass hier in Deutschland das gleiche Recht, Mietrecht gilt, für völlig differenzierte Mietverhältnisse. Ein kleiner Ort in Hessen bei Niedertulba oder wie auch immer hat natürlich ganz andere Bedingungen wie in München. Das ist das eine, dass wir das also fordern wollen, und wir hoffen, dass wir mit unserer Initiativenvernetzung hier ein bisschen mehr Gewicht in der Öffentlichkeit erfahren. Und was ich Sie jetzt fragen wollte, aus Ihren Erfahrungen heraus, speziell auf diese GBW-Wohnungsproblem, wie kann man erreichen, dass hier die nötige Transparenz von vornherein jetzt geschaffen wird oder erhalten bleibt, dass eben nicht hintenrum doch die Wohnungen verkauft werden, ja, ging nicht anders und so weiter und so fort, und dann stehen also Tausende von Mietern vor dem Problem, ausziehen zu müssen oder sogar jetzt schon, wie der Herr Schäfer gesagt hat, es ist. Wie kann man das erreichen, dass da Transparenz, kann man das von den Politikern fordern oder wie kann man das machen, denn nur so meines Erachtens ist es möglich, dass das verhindert wird. Das ist der eine Punkt. Das andere, wenn die Kommunen das kaufen, es hat Peter Schmidt von der Vogeno gesagt, es wäre ja auch möglich, hier eine Genossenschaft zu gründen. Sie haben ja vorhin erwähnt, bei selbst wenn man die 1,5 Milliarden ansetzt, was ja eigentlich das Doppelte sowieso schon ist als des Ertragswerts, aber selbst wenn man das ansetzen würde und teilt es durch 33.000 Wohnungen, bleiben 45.000 oder 50.000 pro Wohnung übrig, die natürlich unterschiedlich wert sind in den verschiedenen Regionen. Aber wie kann man, das wäre doch auch möglich, Genossenschaft, es würde ja von dem einzelnen Wohnungswert, Ertragswert ja sogar Sinn machen. Es ist ja auch realistisch. Ich meine, was kann man da jetzt machen, damit man sowas mal konkret ansteuert? Dass das mal wirklich auch mal erarbeitet wird, das Konzept. Okay, so und so und so, ja, ist machbar. Was kann man da machen? Also momentan ist es ja so, dass diese GBW-Wohnungen praktisch bloß zu 92% dem Land gehören oder derzeit der Landesbank. Und sie sich natürlich dahinter verschanzen. Und deswegen habe ich in den Unterlagen auch eine Anfrage des Abgeordneten Wörner von der SPD beigelegt, der da eine Anfrage gemacht hat. Und dann heißt es natürlich sofort, dass man eben hier in die indirekte Unternehmenspolitik überhaupt kein Fragerecht und Auskunftsrecht und so weiter hat. So viel zum Formalen. Aber wir haben natürlich jetzt als erstes 2013 Bundestagswahl und Landtagswahl.
Also Sie haben die zeitliche Schiene, um Ihre politischen Forderungen wirklich prominent bei Ihren Stimmkreiskandidaten die nächsten 2 Jahre deutlich zu machen. Und zwar ist Landtagswahl und Bundestagswahl gleichzeitig. Also wenn Herr Söder irgendwie gut durchkommen will, dann muss er Ihnen Ihre Fragen beantworten, da muss er auch uns im Landtag die Fragen beantworten. Rechtlich haben wir jetzt keine Möglichkeit wegen der Konstruktion, aber wir haben sie aufgrund der politischen Situation, aufgrund des politischen Drucks. Und ich denke, also 2013 im Oktober werden Landtags- und Bundestagswahlen sein. Dieses Jahr ist schon geprägt durch die Kandidatenaufstellungen und so weiter. Da müssen Sie vor Ort sein und da muss der Druck aufgebaut werden. Aber wie kann man denn Ihnen Konkretes aufbauen? Soll man die anschreiben oder was? Also wenn wir das wirklich merken, da sind ganz viele, die dahinter stehen. Ja, ja. Also bei den Veranstaltungen, dass sie Veranstaltungen sehr bald machen, wenn klar ist, wer ist Kandidat, die unterschiedlichen Kandidaten anschreiben, sich mit denen austauschen. Dieses Thema zum Thema machen, dass da auch keiner aus kann. Ich meine, es gibt ja Vorschläge zur Verbesserung des Mietrechts und es kann ja auch nicht angehen, jetzt hat ältere Leute, die kriegen ja fast überhaupt keine Steigerung der Renten und wenn die da jetzt da dreimal hintereinander eine 20%ige Mieterhöhung bekommen, dann ist da jeder nicht mehr in der Lage, die Wohnung zu bezahlen. Da muss einfach viel, dieses Thema muss viel mehr zum Thema gemacht werden. Wir haben ja Vorschläge, aber momentan bekriegt man auf Bundesebene nichts durch. Ja, ich wollte nur noch mal eine Frage stellen, weil ich auch die Verhältnisse nicht so genau kenne. Ich frage mal ein bisschen dumm, das jetzt. Also, wenn das Land, die Landesbank, 92% der Aktien hält, dann hält sie fast 100%, also hat auf jeden Fall die absolute Mehrheit, über 50%. Gibt es keinen Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft? Erste Frage. Zweite Frage, ihr habt ja die Aufsicht über die Landesbank, über den Finanzminister. Ja, auch da müsste man ja überlegen, ob man da nicht reinleuchten kann, mittelbar sozusagen. Da bin ich jetzt aber einfach nicht im Film, aber das könnte ja nochmal ein Weg sein, bei dem man guckt, ob man sozusagen über die Stufen des Transaktionsverfahrens zumindest eine Öffentlichkeit hinkriegt, über eine entsprechende auch Anfrage. Und dann wollte ich eins zurückrudern, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen zurückrudern. Wir haben in Nordrhein-Westfalen versucht, ein Volksbegehren hinzukriegen gegen den Verkauf der LEG. Ihr habt andere Ausgangsdaten, als wir damals hatten. Ihr habt sozusagen geringere Schwellen für ein Volksbegehren. Und auch wenn es gescheitert ist am Ende, wenn wir das Quorum nicht erreicht haben und damit über diesen Weg den Verkauf nicht verhindern konnten, ist es natürlich ein richtiges und zu überlegendes politisches Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so ein bisschen schwierig, weil man nicht in so eine Aktion gehen kann mit der Maßgabe, wir werden es zwar am Ende nicht schaffen, wir machen sie aber jetzt um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das funktioniert nicht. Also man muss sich, glaube ich, schon nochmal überlegen, ob man ein erreichbares Ziel hat und im Kopf mit vorwegnehmen, dass man auch scheitern kann damit. Auch das, darüber muss man nachdenken. Aber es ist schon so ein Mittel, um landesweite Kommunikation herzustellen. Und alles andere, was Christel sagte zum Thema, fragen Sie Ihren Wahlkreiskandidaten und Wohnungspolitik auf die Tagesordnung zu setzen, dann kann ich nur ein Ausrufezeichen dahinter machen aus nordrhein-westfälischer Politik. Ich finde das, ich sage das auch, weil wir gleich weg müssen, ich finde das sehr beeindruckend, wie viele Mieterinitiativen hier sitzen. Das ist gar nicht so leicht, das bei uns zu organisieren. Das ist eine absolute Stärke. Auch der Zusammenschluss von Mieterinitiativen ist eine absolute Stärke, weil man auf dem Weg auch eine politische Stimme kriegt. Und die Frage Gentrifizierung, also steigende Mieten in Ballungsräumen, das ist ja eine, unabhängig von der Frage Finanzinvestoren und Verkauf dieser Wohnungsgesellschaft nochmal eine Rolle spielt. Also das auf die Tagesordnung zu setzen in so einem Landtagswahlkampf, das finde ich schon echt klasse. Also, ich denke, man muss das jetzt genau beobachten, wie geht es weiter. Also wenn es jetzt tatsächlich so laufen würde, dass das auf 20 Kommunen übergeht,
dann ist es der beste Fall, der überhaupt denkbar ist. Aber wenn es eben sich nicht so entwickelt, dann ist es natürlich schon notwendig, zu versuchen, Bündnisse warm zu halten, Bündnisse zu intensivieren, um dann eben auch weitere Schritte zu machen. Also auch das drüber nachdenken letztendlich, auch über also die Chancen eines solchen Volksbegehrens sind sicherlich sinnvoll, wobei man aber wirklich ruhig Blut auch ein bisschen haben muss. In Bayern ist es so, dass wenn man ein Volksbegehren starten möchte, dann müssen 10% der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sich innerhalb von 2 Wochen bei der Gemeinde eintragen lassen. Und es läuft jetzt sicherlich in München und in Nürnberg, aber so in der Fläche, jetzt sage ich mal in Rosenheim oder wo auch immer, Sie haben ja die Grafik da, wo die Sachen sind, es müsste dann praktisch durch andere Regionen überkompensiert werden und es dürfte schwierig werden, da muss man schon sehr stark drüber nachdenken, mit welcher Fragestellung läuft das und wie kann man das machen. Aber ich denke, wir sind momentan natürlich auch am Fragen, am Brokeln, was ist denn die Sozialkarte wirklich wert, was läuft wirklich. Haben wir auch demnächst ein Gespräch als Fraktion mit dem Verband der Bayerischen Wohnungsunternehmen und da versuchen wir natürlich auch weiter am Ball zu bleiben. Ich mache jetzt einfach mal weiter, gemeldet haben Sie sich. Und dann Sie auch. Okay, wunderbar. Ja, mein Name ist Kuhlmann. Ich bin der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wohnanlagen am Perlacher Forst und Tegernseer Landstraße. Dort sind etwa 1600 Wohnungen mit etwa 4200 Bewohnerinnen und Bewohnern. Das ist ehemaliger Bundeswohnungsbestand. Ich möchte, weil vorhin wir geredet haben, Sie, Frau Schneckenburg, über Private Equity, wie denn so der Bund verfährt, beziehungsweise die öffentliche Hand, und dann hätte ich anschließend eine Frage. Können wir das Mikro reinmachen? Ah ja, Entschuldigung. Herr Bastia. Geht's? Ja, ja. Verstehen Sie mich? Ja. Ja, ja. Okay. Man muss Sie verstehen. Also, 1993 haben die Amerikaner hier die Gegend verlassen und dann wurden die Wohnungen in die öffentliche Hand übernommen, sprich Bund. Unrenoviert, jeder ist so eingezogen wie besehen, wie im Altwagen. So, das heißt, geheißen, die werden alle modernisiert, da hat man dann ein paar modernisiert, dann hat man wieder aufgehört. 1999 kam dann Ihre Partei zusammen mit der SPD in den Bundestag, in die Mehrheit, und da wurde als allererstes gleich mal die soziale Bremse abgeschafft aus Haushaltssanierungsgründen. Das heißt, früher hat es gegeben eine eigene Vorschrift innerhalb der Bundesmietwohnungen, wie der Mietpreis zu gestalten ist. Das war ein kleines Zuckerl von etwa 10% als kleines Kompensationsgeschäft, weil es beim Bund keine Ballungsraumzulagen gegeben hat. So. Inzwischen hat man 2002 bis 2004, war auch wieder Ihre Partei mit im Boot, hat man 13 Wohnblöcke innerhalb des Perlacher Forst verkauft und 204 direkt drüben am Gefängnis ist die Tegernseer Landstraße. Und zwar zu, man höre und staune, zu Preisen zwischen 30.000 bis 60.000 Euro pro Quadratmeter. Wir waren damals beim Finanzminister vorstellig. Nee, ich meine jetzt eine ganze Wohnung. Entschuldigung, habe ich gesagt, Quadratmeter ist falsch. Nein, man hat die verschleudert. Das heißt, wir hatten uns dann bemüht, hieraus eine Mietergenossenschaft zu gründen. Das wäre uns fast gelungen, wenn wir Genossen gefunden hätten. Das ist das Problem. Da will ich Ihnen gerne geben, weil Sie haben uns das vorhin gesagt,
hier mit dem Ausbegehren, das ist unglaublich schwer, aber wir sollen daran arbeiten. Inzwischen sind die Wohnungen alle mietpreislich um weit über 100% gestiegen, weil, da gibt es auch eine Aussage vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, der Bund hat nichts zu verschenken und muss sich an die Bundeshaushaltsordnung halten und muss die größtmöglichste Miete abschöpfen, die man im 558 BGB selbst geschaffen hat. Ein schönes Spielchen. So. Nur so viel als kleine Vorbemerkung. Sie hatten vorhin gesagt, Frau Schneckenburger, Sie wollen das ganze Thema nochmal an die Bundestagsfraktion der Grünen ranbringen. Meine ketzerische Frage, wissen die nicht, worum es geht, oder wollen Sie da nochmal nachsetzen? Soll ich noch wissen? Genau, ja, auch zum Abschied sozusagen. Ja. Sie haben angesprochen auf die Regierungsphase zwischen 1998 bis 2005, 7 Jahre rot-grüne Regierungspolitik im Bund. Ich finde, es gab so ein paar Probleme, die man auch innerhalb unserer Partei auch kritisch diskutiert. So ist das nicht. Da gibt es eine ganze Reihe im Sozialbereich, wo sich Parteitage auseinandergesetzt haben mit der Frage, war das denn eigentlich alles so richtig und so weiter. Und es gibt aber auch die ein oder andere Frage, wenn es um die Regulation der Finanzmärkte geht. Und dazu gehört diese Private Equity Geschichte. Und das ist der Grund, warum ich sage, die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, finde ich. Also, beziehungsweise nach der Finanzmarktkrise sieht die Welt auch ein bisschen anders aus, als sie damals ausgesehen hat. Das muss man, glaube ich, den Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene auch zugutehalten. Der Finanzplatz Deutschland, der gestärkt werden sollte damit, das war das Ziel, den Finanzplatz Deutschland stark zu machen, der ist nicht unbedingt gestärkt worden, meines Erachtens im Gegenteil, sind wir in der tiefen Finanzmarktkrise inklusive der ganzen problematischen Situation der Banken, auch der deutschen Banken. Und auf der anderen Seite ist da so ein Flurschaden entstanden im Bereich Wohnungswirtschaft, den man in der Tat dann mit den Kolleginnen auf Bundesebene diskutieren muss. Und da muss man sich das nochmal angucken, muss sich mal die Frage stellen, gemeinsam, weil das ist schon so, dass sie das im Detail nicht so wissen, kann ich noch zwei Sätze zu sagen gleich. Da muss man sich mal gemeinsam die Frage stellen, welche Art von Daseinsvorsorge wollen wir eigentlich? Ich habe vorhin gehört, dass Cross-Border Leasing in Bayern nicht so stark stattgefunden hat wie in Nordrhein-Westfalen. Das ist also ein anderer Sündenfall, den die Kommunen gemacht haben. Ich glaube, für beide Handlungsbereiche gilt die Frage, was wollen wir als kommunale Daseinsvorsorge, welche Aufgaben sollen die Kommunen haben und welche Rolle spielt Rendite für uns? Und damit sage ich nicht, dass ein kommunales Wohnungsunternehmen keine Rendite erwirtschaften darf oder soll. Das muss ein öffentliches Wohnungsunternehmen auch tun, weil es wirtschaftlich handeln muss. Es muss investieren können. Also so viel muss es abwerfen, dass es aus eigener Kraft investieren kann. Aber ich glaube, umgekehrt muss auch klar sein, dass hohe Renditen verbunden sind mit dem Substanzverzehr. Und das muss man sozusagen politisch nochmal einordnen und muss deswegen auch mit unserer Bundestagsfraktion auf die Frage gucken, was man da eigentlich tun kann und was man nicht tun kann und wo uns die Hände gebunden sind. Jetzt mache ich mal so, dass die vier, die sich gemeldet haben, oder fünf, vielleicht nochmal kurz einen Input geben. Was das Allerwichtigste mir ist, wer sich da hinten nicht findet auf der Liste, der soll das doch bitte uns noch mitteilen, wie man ihn erreichen kann. Ansonsten wird man natürlich gerne mit Ihnen sehr eng in Kontakt bleiben. Die meisten haben sich per E-Mail angemeldet, das heißt, man kann sie wohl auch so erreichen. Wir würden dann einfach, wenn wir was Neues wissen, was Konkreteres wissen, Sie sofort in diesen turbulenten Zeiten auch verständigen. Bitte schön. Monika Schmidt-Balz hat Mieterbund Bayern. Erstmal kurz, ich weiß, Frau Steckenburger, Sie sind auf dem Sprung, gell? Ja, weil der. Ja, nein, nur, also ich fasse mir ganz kurz. Also zum Thema Mieterschutz. Der absolute Mieterschutz ist ja aus Sicht unseres Verbandes nur dann gewährleistet, wenn die GBW AG Zusatzverträge abschließt. Genau. Und da wäre es aus, also diese Sozialcharta schön und gut, das ist eine Willenserklärung, aber diese sozialen Leitlinien, wie der Kollege ja schon gesagt hat, die bringen nichts. Da müssen Zusatzverträge her, nur dann gibt es für die Mieter einen einklagbaren Anspruch, der auch gegebenenfalls, schlimmstenfalls gerichtlich geltend gemacht werden kann.
Was wir in München einfach als großes Problem haben, ist, was schon vielfach beschrieben wurde, das ist die legale Mietung über den Geldbeutel, um es mal so zu formulieren. Mhm. In dem Zusammenhang, Mietrechtsreform fordert ja unser Dachverband in Berlin eben auch die Begrenzung dieser 20-prozentigen Mieterhöhungsmöglichkeit innerhalb von 3 Jahren auf 15% in 4 Jahren. Also ich glaube, es ist eine bessere Lösung als die 20% jetzt. Daher der Appell an die Bundestagsfraktion. Ich kenne es nicht. Aber eben nochmal der Appell, diese Forderung mit zu unterstützen. Je weniger, desto besser. Gleiches gilt natürlich auch für die Modernisierungserhöhungen. Das sind derzeit 11%, was an der Kosten umgelegt werden kann. Da fordern wir eben eine Senkung dieser 11% auf 9% der Modernisierungskosten. So mal allgemein zum Mieterschutz. Und die andere Frage, die ich mir schon stelle, also wir begrüßen natürlich die Übernahme durch ein Konsortium oder die Möglichkeit, dass ein Konsortium das erwirbt. Nur die Frage, die sich irgendwo schon stellt, letzten Endes streicht der Freistaat die Gewinne der Landesbank ein und überwälzt jetzt die Probleme, die dadurch entstehen, wieder mal auf die Kommunen. Und ich finde, das kann, und auf die Mieter natürlich dann, letzten Endes auf die Allgemeinheit. Und da stellt sich schon die Frage auch, wie kann da der Freistaat auf dem Wohnungsmarkt agieren? Das ist so mein Anliegen. Danke. Danke. Ich glaube, das war jetzt einfach so ein Statement. Kurze Zusammenfassung. Genau. Dankeschön. Machen wir einfach die Reihe. Ja, bitte. Thomas Weyand vom Mieterverein Augsburg und Umgebung. Augsburg hat nur rund 214 EGW-Wohnungen, aber wir stellen fest, dass auch im Einzugsgebiet von Augsburg, Beispiel Günzburg, die GBW schon dabei ist, Wohnungen zu veräußern. Da stellt sich für mich die Frage, ist die GBW jetzt dabei, ihr Engagement auf die Schwerpunktregionen zu verkürzen und werden jetzt schon scheibchenweise da Wohnungen im Vorfeld veräußert? Inwieweit man da Erfahrungswerte hat? Das andere wäre, die Kommunen werden hier gefragt als Konsortium. Der Presse entnimmt man aber allzu häufig, die Kommunen sind sehr klamm bei Kasse. Das heißt, wie können die Kommunen auch gestärkt werden, dass sie überhaupt die Wohnungen erwerben? Gibt es da Möglichkeiten, aus irgendeinem Topf auch da eine Unterstützung überhaupt zu bekommen? Und was sicherlich, ich meine, was die ganze Diskussion auch hier zeigt, ist die Frage eben, was ist uns Wohnraum wert? Und eben hier sollte man gerade im Hinblick auf die anstehenden Wahlen mal wieder in die Öffentlichkeit bringen, dass Eigentum verpflichtet, die Sozialbindung des Eigentums und auch ganz einfach, dass Wohnraum für jedermann bezahlbar bleiben muss. Wir haben die Problematik mit Altersarmut, Gentrifizierung in den Städten und. Und dieses Beispiel der GBW-Wohnungen zeigt eben, dass das viel mehr in die Öffentlichkeit thematisiert werden sollte. Genau. Also kurze Antwort. Es gibt natürlich Erfahrungen des Verkaufs von Wohnraum der GBW, der offenbar anzusteigen scheint. Natürlich kann so ein großes Wohnungsunternehmen nicht ohne in einem gewissen Umfang mal ein paar Wohnungen verkaufen und irgendwo was Neues bauen, leben. Das macht die WBG in Augsburg auch und da würde kein Mensch sich deswegen beschweren. Aber wenn natürlich eine forcierte Verkaufstätigkeit da ist, ist es was anderes. Wir haben nicht die Beobachtung, dass das sich auf bestimmte Zielsetzungen, quasi verkauft Günzburg, hortet München, das beobachten wir eigentlich nicht. Das andere können die Kommunen kaufen. Ich meine, ja, man kann es finanzieren über eigene Wohnungsgesellschaften. Man kann eigene Wohnungsgesellschaften gründen. Das haben wir auch kürzlich bei einer wohnungspolitischen Diskussion in Landshut. Landshut hat nur überhaupt keine eigene Wohnungsgesellschaft. Kann die Stadt eine Wohnungsgesellschaft gründen? Die kann sich das Geld bei der Landesbank leihen und anschließend die Wohnungen kaufen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Gut. Ganz kurz, so viel in aller Kürze. Dann ganz schnell, genau, und die Silja noch, bitte. Ja. Mein Name ist vom Mieterverein Nürnberg. Ich hätte noch drei kurze Anmerkungen und drei Fragen.
Ja, das eine hat sich auch schon fast erledigt. Wenn es um die Frage geht, wie weit kann das Recht gehen, was Mieterhöhungen angeht, unser Dachverband ist ja durchaus immer am Ball, um die derzeitige Gesetzeslage zu verbessern. Wir können auch nicht mehr machen, als an die Fraktionen und an der Politikbeteiligten zu akzeptieren, diese Vorschläge auch wirklich zur Kenntnis zu nehmen, und zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen und auch zu unterstützen. Also zum Beispiel auch die Bemessung der Mieterhöhung soll sich verändern, und zwar zugunsten der Mieter. Das wird ins Detail, ich will nicht weiter ausführen, das hat die Kollegin schon getan. Noch eine weitere Anmerkung zu dem, was mein Vorredner Herr Schäfer gesagt hat. Die Mieter brauchen jetzt Schutz. Den bieten wir. Im Rahmen des Möglichen unterstützen wir Mieter. Nur muss diese Hilfe auch angezapft werden. Das mag ein Problem der Bekanntheit sein, aber Herr Schäfer, tragen Sie es ruhig auch in Ihre Gremien. Im Rahmen der Möglichkeiten leisten wir den Schutz, den wir zu Recht einfordern. Und noch einen Punkt, Frau Schneckenburg, bevor Sie uns verlassen müssen. Sie sprachen eine Investitionsstrategie KDU an. Ist mit Sicherheit was dran. Und da nur eine Anregung, es gibt verschiedene Vereine, Nürnberg zählt dazu, die Vereinbarungen mit den Sozialämtern getroffen haben. Vor dem Hintergrund, dass in den Sozialämtern die Kompetenzen fehlen, sowohl in fachlicher wie auch in personeller Hinsicht, um die Mietminderung und diese ganzen Möglichkeiten beurteilen zu können, haben wir gesagt, wir übernehmen das, wir brauchen natürlich Mitgliedschaften, sonst können wir das nicht leisten, sodass dort in gewisser Weise Zahlungen übernommen werden. Prüfen Sie, ob in Ihren Einzugsgebieten oder in denen Ihrer, was Sie da für Möglichkeiten, Ansprechpartner haben, solche Interessen auch bestehen. Ich sage noch eins dazu, das ist kein Allheilmittel, das sind in aller Regel Mietverhältnisse im übergünstigen Wohnraum, der nicht immer der qualitativ beste ist und wo auch die Ansprechpartner möglicherweise schwierig sind. Das macht den Mietervereinen, ich sage es auch ganz bewusst zu, ich betreibe das jetzt nicht irgendwie, um diese Veranstaltung als Werbung zu missbrauchen. Das ist auch für die Mietervereine durchaus eine schwierige Problematik. Aber ich sehe es in gewisser Weise als unseren sozialen Auftrag an, und deswegen stelle ich jetzt auch hier einen Raum. So können Sie nämlich dieser Strategie KDU durchaus begegnen. Das muss man nur flächendeckend machen. Und da sind die Jobcenter im Übrigen äußerst träge. Wir haben das hingekriegt und trotzdem weiß es praktisch, ich will nicht sagen keine, aber es gibt zu wenige. Okay, danke schön. Das waren die drei Anmerkungen. Jetzt hätte ich noch drei Fragen. Okay, ganz schnell. Erstens, wie belastbar ist die Aussage, dass die Veräußerung an Kommunen ohne ein Bieterverfahren möglich ist? Das ist mir sehr wichtig, denn wenn das stimmt, dann hätte man kein großes Problem. Dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, das soll die Abweichentscheidung... Also schriftlich haben wir es nicht, aber es scheint so zu sein, nach all dem, was wir wissen. Also man hat nervös mit den Gesprächen. Okay, dann welche Einflussmöglichkeiten hat der Finanzminister letztlich als Aufsicht über die Bayern LB? Das wäre eine Frage, die mir auch wichtig wäre. Das wäre die vierte Frage. Wo kriege ich die Antworten her? Ich stelle es jetzt gerade in den Raum, aber ich höre nur, dass es Antworten gibt, aber wo kriege ich sie? Aber zunächst meine dritte Frage vorab. Wenn diese Aussage nicht so belastbar ist oder wir kriegen das nicht so, dass wir uns darauf berufen können, wie weit könnte man gehen bei der Aufnahme mieterschützender Regelungen, Charta oder Einzelverträge oder was, ohne die Rechtmäßigkeit des Bieterverfahrens in Gefahr zu bringen? Das ist ja die nächste Frage. Das heißt dann immer gleich, das können wir nicht machen, sonst bringen wir das Bieterverfahren in Gefahr und alles platzt. So, also diese drei Fragen wären mir tatsächlich sehr wichtig. Okay, danke schön. Es sind schwierige Fragen, da werden wir nachher noch was dazu sagen. Ich möchte jetzt als erstes die Chance nutzen, unsere liebe Kollegin aus Nordrhein-Westfalen zu verabschieden. Sie steigt jetzt in Zug und fährt dorthin, wo sie weiterarbeiten muss, wo viele Aufgaben auf sie warten. Liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung und die Gelegenheit zum Gespräch. Und ich nehme mit, so viele Mieterinitiativen in Nordrhein-Westfalen wollen wir auch bald haben. Okay, euch noch vielleicht. Ja, verabschieden müssen wir leider auch Oliver Niermann, der praktisch die Enquete-Kommission in Nordrhein-Westfalen begleitet, und da kann man vielleicht auch noch viel erfahren, was weitergeht. Wir haben ja auch die Situation, dass es nicht nur GWW-Wohnungsverkäufe gibt, sondern auch andere. Tschüss. Ja, also den letzten Satz habe ich nicht einfach bloß so gesagt, und zwar ist es ja auch so, dass auch kommunale
Kommunen auch Wohnungsbestände verkaufen. Neulich war ich in Kronach, die verkaufen 700 Wohnungen. Also schlicht und einfach, weil sie sagen, als kommunale Gedankenlosigkeit, sowas gibt es leider auch. Aber gut, jetzt die Fragen, die Sie gestellt haben, wie belastbar ist es, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist immer ein ganz schwieriges Bohren und Lavieren. Hier auch, wenn man hier mit dem Herrn Söder spricht oder wenn auch mein Kollege Eike Halitzki in dem Ausschuss, in dem Sonderausschuss zur Bewältigung der Folgen der Landesbankkrise spricht. Wir bohren da weiter, wenn wir was Konkreteres haben, teilen wir es Ihnen mit. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber jetzt haben wir Sie. Sie haben sich schon ganz lange gemeldet und dann kommen. Ich stehe mal kurz auf, bis wir das Mikro jetzt flott kriegen. Ich glaube, ich bin gut verständlich, oder? Mein Name ist Beate Marschall, ich bin die Geschäftsführerin vom Mieterverein München. Und die Kollegin und die beiden Kollegen haben schon wahnsinnig viel Anliegen von den Mietervereinen gesagt. Deswegen kann man sich allen nur anschließen, was sie gesagt haben. Ich möchte eigentlich noch zwei Dinge sagen. Und zwar, es stimmt, in München gibt es wahnsinnig viele Mieterinitiativen und in München sind die Probleme sehr schlimm. Und die werden auch auf Bundesebene weit transportiert. Aber eins ist ganz klar, und das, dafür treten wir ja auch immer ein, man kann nur über eine Änderung politischer Mehrheiten was erreichen. Und was mir ein Anliegen wäre, ist, dass wir über München hinaus das ein bisschen transportieren. Und was mir ein bisschen fehlt in München, alle machen wahnsinnig viele Initiativen, ganz toll, aber wir müssen noch eine viel bessere Vernetzung hinbringen, dass es vor allen Dingen bei der Bundespolitik ankommt. Weil Gesetzesänderungen müssen her und die gehen nur über eine Änderung der politischen Mehrheitsverhältnisse. Und das reicht nicht, wenn wir das in München auf Stadtebene machen. Und was ich noch als allerletztes, weil dann reicht es, denke ich, wirklich für heute loswerden wollte, wir müssen uns auch alle um die EU kümmern. Weil die EU nämlich eine Politik macht, die nicht mieterfreundlich ist. Und die schwappt in weiten Bereichen auch auf uns zurück. Zum Beispiel, dass es in anderen Ländern die Tendenzen gibt, dass die ganzen kommunalen Bestände da privatisiert werden sollen etc. pp. Also auch da bitten wir einfach darum, dieses Thema immer am Kochen zu halten, was das soziale Mietrechtsbelange anbelangt, weil bei allem Verständnis für Freizügigkeit, aber da hat man in den letzten Jahren, glaube ich, genug davon, auch was die Finanzmärkte anbelangt. Danke. Dankeschön. Also, aber ich denke, da sind wir uns einig. Sie kenne ich noch, wir haben schon in der letzten Legislaturperiode gekämpft für das Thema Erhaltungssatzung. Nicht nur in der letzten, in der vorletzten, ja. Also seit über 20 Jahren ungefähr sind wir am Ball, aber eben leider ohne Erfolg. Ja, also es war ja jetzt wieder, ich habe so bedauert, ich habe sehr bedauert, dass selbst die Freien Wähler sich dem angeschlossen haben, also der Ablehnung. Ja. Das ist eines der wichtigsten Gesetzesänderungen, die wir haben können. Natürlich ist auch nur ein Teilbereich, aber bevor dieses, wie sage ich immer, Spekulations- und Erhaltungs-, Grundgesetz, nämlich ohne den gibt es die Gentrifizierung eben nicht. Also, das ist ja nur sehr schwer. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, was die Mieterhöhungsgeschichte anbelangt. Erstens einmal, ja, nein, vorher noch, das habe ich eigentlich zuerst im Kopf gehabt, ich wäre schon der Meinung, dass es Sinn macht, mal in München anzufangen mit einer Befragung. Wir haben Tunnel. Befragungen gehabt, Hochhäuser etc. Nur, dass das mal wirklich in die Zeitung kommt, das Problem. Viele Leute wissen damit gar nichts anzufangen, wenn man sagt, ja, wir müssen eine Änderung haben, dass eben die Umwandlung in Erhaltungssatzungsgebieten schwieriger ist. Das verstehe ich. Es ist halt leider so, dass bestimmte Gesetze wie Mietrecht Bundesrecht sind, ja, und das Thema Erhaltungssatzungen, Umwandlungsverbot, das ist Landeskompetenz. Das bedeutet, das ist natürlich leider nicht leicht, jetzt in München ein Bürgerbegehren zu gewinnen, sondern man muss es auf Landesebene kippen. Ich denke, es ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, Thema Freie Wähler. Die Freien Wähler sind uns in manchen Fragen sehr nah. Bei dieser Frage ist es so, dass die Mitglieder der Freien Wähler doch sehr gespalten sind, dass es da sehr große Unterschiede gibt, dass die einen das verstehen und die anderen das nicht verstehen.
Und ich glaube, es wäre auch nochmal gut, die freien Wähler als solche etwas zu bearbeiten, weil es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich zum bestimmten Thema sage, dass der Kollege Kohl sprechen soll, dann kommt da bei Mietfragen nichts Vernünftiges raus. Also das heißt, man müsste bei den freien Wählern hinwirken, dass der andere die entsprechende Federführung hat. Das wäre wichtig. Ja, gut. Jetzt habe ich keine Wortmeldungen mehr. Ich möchte mich eigentlich an dieser Stelle für Ihr Kommen, für Ihr Interesse herzlich bedanken. Ich möchte gerne erreichen, dass wir weiterhin uns gut austauschen, uns gut informieren, schauen, dass möglichst wir gute Lösungen hinbekommen, zum einen in Bezug auf die GBW und zum anderen in Bezug auf weitere Fragen. Und ich glaube, dass schon so ein spannendes Thema ist, wo wir vielleicht ein nächstes Fachgespräch machen könnten, dieses Thema. Nicht, es ist natürlich ziemlich einfach, eine Genossenschaft zu gründen und gemeinsam neu zu bauen. Es klappt auch, das ist nicht unkompliziert. Aber so Erfahrungen der Umwandlung von vorhandenen Wohnungsbeständen in Genossenschaften wäre, glaube ich, ein ganz interessantes, und das wäre, glaube ich, auch etwas, was ein Weg, den wir in vielen Fällen auch weitergehen müssen, den wir nutzen können. Sie haben noch einen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wie weit würde es etwas, um in Verbindung zu bleiben mit dem Land, wie weit würde etwas bringen, wenn wir alle Mietervereinigungen hier eine Petition an den Landtag kriegt, dann muss doch mal wieder das beschäftigt werden. Ja. Eine überreicht vor kurzem. Darf ich bitte? Wir haben offizielle Petitionen erst vor kurzem überreicht, also man muss halt immer dranbleiben. Nutzen. Ja, immer wieder. Genau. Also ohne Petitionen kommt auch vieles nicht so in Bewegung, wie es in Bewegung kommen könnte. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, auch wirklich Petitionen zu schreiben. Das sagt jetzt gerade auch in Ihre Richtung. Dann müssen wir ganz kurz anwenden, auch seit gerade vor 14 Tagen in die Süddeutsche Zeitung. Ganz detailliert, auch gerade im Grünen und Region, die das ganze Mietpreise operiert hat, ob man nicht an die Medien herangeht, weil die haben das ganz, ganz kritisch da zu Stellung genommen. Und also die Daten liegen davor, das ist ja doch auch ein Argument, dass man das mit hineinkriegt. Weil das, ich könnte mir vorstellen, dass die auch darauf anspringen, wenn da entsprechend Sie sind bekannt, sie sind in den Medien bekannt. Wird ja auch in den Medien kommuniziert. Das ist nur stärker noch, dass mehr Öffentlichkeit. Okay, herzlichen Dank. Ihnen?